Nein. Eine zweite? Du hast nächste Woche eine Mitte. Marco. Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Heute hätte ich eigentlich einen Kollegen aus Amsterdam sprechen sollen, Pierre van Roon, der über das Thema Widerstand im europäischen Vergleich hätte sprechen können. So war er angekündigt, wir haben vor Wochen erfahren müssen, dass der geschätzte Kollege Pierre van Roon einfach aus gesundheitlichen Gründen heute nicht hier sein konnte. Ich werde mich bemühen, dass wir ihn vielleicht noch finden können zu einem späteren Zeitpunkt, vorausgesetzt, es geht ihm auch wieder besser. Ich habe mich spontan selbstverständlich bereit erklärt, einen eigenen Vortrag zu übernehmen. Das Thema, das ich Ihnen heute präsentieren möchte, ist unter dem Titel angekündigt worden, vorbeugender Hammerschlag oder Boomerang. Der EU-14-Staaten-Boykott gegen die ÖVP-FPÖ-Regierungskoalition im Jahre 2000. Warum kann das Thema interessant sein für eine Vortragsreihe, die unter dem Titel, mit dem Motto Europagespräche an einer vergleichenden europäischen Zeitgeschichte sich anbietet und interessant sein kann. Warum? Dieser Beitrag, meine Damen und Herren, soll von den Motiven, von den Absichten, aber auch von den Reaktionen der politischen und staatlichen Repräsentanten der 14 EU-Staaten handeln, auf die sich in Österreich abzeichnende Regierungsbildung aus Österreichischer Volkspartei und Freiheitlicher Partei im Februar 2000. Es dreht sich hierbei nicht nur um Österreich, das möchte ich vorausschicken, sondern es geht im Grunde um das Verhalten Europas, der europäischen Staaten, auch letztlich um das Verhalten der Europäischen Union als Institution, Gefüge sowie letztlich um eine Einordnung dieses Szenarios und die Folgen der Maßnahmen. Und dabei wird sehr deutlich werden, dass es bei dieser Art von Boykott- oder Isolationspolitik nicht nur um Österreich ging, Ursachen wie Folgen weit über diesen Anlassfall eigentlich hinaus hat. Ich werde behandeln die Vorgeschichte der Sanktionsandrohungen, die am 30. Januar 2000 ausgesprochen worden sind. Ich werde auf die Sanktionseinleitung dann zu sprechen kommen, die am 4. Februar dann formell verhängt worden sind, auf die internationalen Reaktionen, auf die Rolle der liberalen und konservativen Parteien, auf die Rolle der sozialistischen Internationale, die wichtig ist, um dieses Szenario zu verstehen, auch auf die Situation in Deutschland, die damaligen Turbulenzen in der CDU, die nicht unwesentlich waren, auch für diesen Eklat oder diesen, wenn man so den Anlassfall der Sanktionsverhängung, deutsche Befangenheiten, auch politische Führungsansprüche, die Frankreich hegte, nämlich den Fall Österreich als einen Fall, als eine Frage des Prestiges, eine Frage des Rangs, aber auch eine Frage der Disziplinierung im Verhältnis zwischen Paris und Berlin zu verstehen, auf die Rolle der Schweizer, auf die Rolle Belgiens, und auf die doch auch vorhandene, aber doch distanziert zurückhaltende Position der Angloamerikaner eingehen, auf das moderierende Spanien und Italien, die vermittelnden Dänen und Finnen, die Zurückhaltung bis hin zur Kritik und Ablehnung bei den Mittelosteuropäern und auf die eigentlichen Hintergründe dieser verschiedenen Kontexte, auf die Rolle der Europäischen Union in ihrer Multiperspektivität in den verschiedenen Organen und in ihren einzelnen Institutionen, auf die mittel- und langfristigen Folgen der Isolationspolitik und entsprechend dann auch eine Einleitung zu einem Fazit versuchen. Meine Damen und Herren, wenn man sich anschaut, das Statement, das am 31. Januar schließlich verkündet worden ist, vom portugiesischen Ministerpräsidenten im Rahmen der portugiesischen Ratspräsidentschaft, der portugiesische Ministerpräsident war António Guterres, der den österreichischen Bundeskanzler und entsprechend den österreichischen Staatspräsidenten verständigt hat von entsprechenden Reaktionen der Staats- und Regierungschefs mit Blick auf eine Regierungsbildung in Österreich, die sich zusammensetzt auch aus Abgeordneten Vertreter der Freiheitlichen Volkspartei, der Freiheitlichen Partei Österreich, wie sie genau heißt, FPÖ, so heißt es hier.
Die Regierungen, ich übersetze jetzt von Englisch ins Deutsche, der 14 Mitgliedstaaten werden keine bilateralen offiziellen Beziehungen auf politischem Level, auf politischer Ebene mit einer österreichischen Regierung pflegen, die die FPÖ integriert. Punkt 1. Zweitens, es wird keine Unterstützung geben für Kandidaten, die aus Österreich kommen, die ansuchen, um Positionen, um Funktionen in internationalen Organisationen entsprechend anstreben. Und ein dritter Punkt, die österreichischen Botschafter in den EU-Hauptstädten werden nur auf einem technischen Level empfangen. Der portugiesische Ministerpräsident und auch gleichzeitig der Minister für Auswärtige Angelegenheiten verkündet im Rahmen der portugiesischen Ratspräsidentschaft, das war im Jahre 2000, der ersten Jahreshälfte die portugiesische Ratspräsident, heißt es weiter, informiert die österreichischen Behörden, dass es kein Business as usual geben wird, also keine üblichen Geschäftsbeziehungen in den bilateralen Beziehungen mit einer österreichischen Regierung, die den FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs, integriert. Diese mit einem Statement from the Portuguese Presidency of the European Union on behalf of the 14 Member States überschriebenen 3 Sanktionsandrohungen, es war noch nicht mehr als Sanktionsandrohung, am 31. Januar 2000, noch vor der Regierungsbildung zwischen Österreichischer Volkspartei, ÖVP, und der Freiheitlichen Partei, FPÖ, deren Kontakte sich im Januar nach monatelangem ergebnislosen Hin und Her in den Verhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP intensivierten, war zweifelsohne ein Taubenschlag. Am 3. Oktober 1999, ich blende nochmal zurück, hatte bei den Nationalratswahlen die SPÖ in Österreich 33,15%, die ÖVP 26,91% und die FPÖ mit einem Überhang von 415 Stimmen gegenüber der Volkspartei ebenfalls 26,91% und die Grünen 7,4% der abgegebenen Stimmen erhalten. Mit 104 von 183 Sitzen im österreichischen Nationalrat, im österreichischen Parlament, besaßen nun Christdemokraten, ÖVP und Freiheitliche, FPÖ, die absolute Mehrheit. Angesichts der bevorstehenden Regierungsbildung reagierten die EU-14-Staaten so, wie ich es Ihnen nun geschrieben habe. Diese Ankündigung löste in weiten Teilen der österreichischen Bevölkerung große Überraschung, schockartige Gefühle, ja manchmal sogar lähmendes Entsetzen aus, nach erfolgter Ernüchterung, aber auch Unverständnis, Unwillen und Empörung. Über Nacht, so schien es, wurde aus dem Musterschüler, aus dem EU-Musterschüler Österreich, ein Boomer. Wien war die Wiege der Pan-Europa-Bewegung. Schon früh hatte sich Österreich für den Europagedanken engagiert. Unter schwierigen Rahmenbedingungen in der Zweiten Republik und auch mit Blick auf Widerstände, innen wie außen, zur friedlichen und stabilen Entwicklung in Europa seinen Beitrag geleistet. Der sich in gewisser Weise auch als Pionier für die Annäherung anderer neutraler Staaten und EFTA-Staaten an die Gemeinschaft profiliert. Am 12. Juni 1994 hatte die österreichische Bevölkerung mit dem höchsten Ergebnis eines kontinentaleuropäischen Staates, nämlich mit 66,6% für das Maastricht-Europa und den EU-Beitritt gestimmt. Erinnern Sie sich, wie knapp die Entscheidung in Frankreich war? Erinnern Sie sich, dass die Dänen zunächst abgelehnt haben und dann erst in einem zweiten Verfahren durch Opting-outs und Sonderbestimmungen im Vertragswerk von Maastricht ihre Zustimmung gegeben haben. Das Land Österreich, der Staat Österreich, war am 1. Januar 1995 der Europäischen Union, und das war entscheidend, als Nettozahler auch kurz darauf dem europäischen Währungssystem, der Vorstufe zur Wirtschafts- und Währungsunion, beigetreten. Dank seiner kontinuierlichen und auch steigerungsfähigen Integrationspolitik vor 1989 schloss sich Österreich auch in einem ausgesprochen fortgeschrittenes Stadium der Europäischen Union an. Die Konvergenzkriterien wurden durch die Große Koalition, bestehend aus den Sozialdemokraten und Christdemokraten und den beiden SPÖ-Kanzlern Wranitzky und Klima und den ÖVP-Vizekanzlern Buzek und Schüssel, in Form von Sanierungsmaßnahmen, Sparpaketen und Steuererhöhungen einzuhalten versucht, was zum Teil auch innenpolitische Kritik auf den Plan rief. Der Einfluss des widersprüchlichen und nur schwer fassbaren Oppositionspolitikers, Meisterskandalisierers, Rechtspopulisten und Tabubrechers Jörg Haider
und seiner schillernden Partei, dieser Einfluss wuchs stetig in dieser Zeit. Von 1986 9,7% auf 1999 27%. Dem 1997 von Haiders Partei forcierten Schilling-Volksbegehren, einem Art Anti-Euro-Referendum, wurde jedoch eine Absage erteilt. Nur 255.000 Unterschriften waren weit unter den Erwartungen der FPÖ geblieben. Die EU-Präsidentschaft, die erste, die Österreich hatte, im zweiten Halbjahr 1998, die der Deutschen 1999 vorausging, zeigte, dass Österreich die neue Rolle als EU-Mitglied und als Ratsvorsitzender gut auszufüllen verstand und für gemeinschaftliche Politik auch Verantwortung zu übernehmen verstand. Europa tat auch für Österreich sehr Not. Innerhalb kurzer Zeit waren zwei identitätsbildende Kernelemente der Zweiten Republik fragwürdig geworden. Die Opferthese, die angebliche Opferthese, wonach das Land und die Leute 1938 erste Opfer der hitlerschen Aggression geworden seien, diese wurde im Zuge der Debatte um Kurt Waldheim zweifelhaft. Und die 1955 durch ein Bundesverfassungsgesetz beschlossene immerwährende Neutralität im Spannungsfeld neuer Sicherheitspolitik durch das Ende des Kalten Krieges, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU und die neue NATO-Konzeption ab Mitte der 90er Jahre auch eher fragwürdig. Die Rückkehr auf die europäische Bühne schien für die Identitätsverluste einen sinnstiftenden Ersatz zu bieten. Doch die Hoffnung trug. Über Nacht sollte das Land zum U-Mann, zu Paria werden. Unerwartet und unvorbereitet traf das späte EU-Mitglied die Entscheidung der übrigen 14 EU-Staaten vom 31. Januar 2000, im Falle einer solchen Regierungsbildung nun Sanktionsmaßnahmen anzudrohen. Und letztlich auch nach der Regierungsbildung am 4. Februar diese auch zu implementieren. Das in der Geschichte der Gemeinschaft bis dato beispiellose Vorgehen ohne eine ausreichende Rechtsgrundlage machte den Österreichern auch den Relevanzverlust ihrer Eigenständigkeit, ihrer Souveränität, ihrer staatlichen Eigenständigkeit, ihrer nationalen Souveränität bewusst, aber auch die politische Dimension der Europäischen Union, wie auch die Sorge des, wenn man so will, übrigen EU-Inlands hinsichtlich der regierungspolitischen Veränderungen in der Alpenrepublik. Man hatte sich in Österreich selbst offensichtlich schon an Jörg Haider und seinen zeitweiligen verbalen Ausritten zu sehr gewöhnt und die Sensibilität in anderen von rechtspopulistischen und extremistischen Tendenzen betroffenen Ländern, wenn man darauf hinweisen darf, diese offensichtlich auch unterschätzt, wenn wir an den damals noch Vlaamse Blok in Belgien denken, heute heißt der Vlaamse Belang, in Deutschland die DVU, die NPD, in Frankreich mit der allerdings seit 1998 schon gespaltenen Nationalen Front, der Front National, aber auch in den skandinavischen Staaten wie in Dänemark mit der Danske Folkeparti. Im österreichischen Außenministerium wurden zwar bei einer möglichen ÖVP-FPÖ-Koalition negative Reaktionen befürchtet, man befürchtet sie aber eher aus den USA und aus Israel, wie das in der Waldheim-Debatte der Fall war, von 1986 bis 1988, nicht aber aus den europäischen Staaten, vor allen Dingen aus den Partnerländern der Europäischen Union und vor allen Dingen nicht in dieser geballten und scharfen Form. Als eine, wenn man so will, konzertierte Aktion, so schien das zunächst, EU-14 versus Österreich. Auch die beachtliche Schnelligkeit, mit der sich die Regierungsspitzen der EU-14-Staaten, wie es schien, abgestimmt und nach außen scheinbar geschlossen agiert haben, auch das überraschend. Dennoch erhoben sich rasch Zweifel an der Zulässigkeit und der Rechtmäßigkeit dieser Maßnahmen gegen Österreich, die in ja geradezu erpresserischer Manier aufgrund einer vermuteten Gefahr wie eine Art Gesinnungspolizei auftraten. Dass der Regierung, man muss ja sagen, der sich bildenden Regierung, der Haider im Übrigen gar nicht angehörte, zunächst eigentlich nur die Aufgabe der Regierungsbildung, also quasi die vorzeitige Kapitulation, als einziger Ausweg aus dem Sanktionsandrohungsdilemma blieb, kennzeichnete auch das quasi ultimative Gebaren der EU-14. Es waren bis dato jedenfalls österreichischerseits keine Handlungen oder Unterlassungen erfolgt, durch die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und des Menschenrechtsschutzes verletzt worden wären.
Durch die bloße FPÖ-Regierungsbeteiligung waren die Homogenitätsbestimmungen des EU-Vertrages von Amsterdam, das war der damalige Vertrag mit seiner entsprechenden Gültigkeit, nicht einmal hinsichtlich einer einfachen Verletzung angetastet worden. Sie konnte daher laut Amsterdamer Unionsvertrag keinen Grund für ein Einschreiten bilden. Im eklatanten Mangel eines juristisch geordneten Verfahrens der demokratischen Konfliktfeststellung und Konfliktlösung wurde von Rechtsexperten auch der zentrale Kritikpunkt am Vorgehen der Europäischen Union 14 Staaten formuliert und das Vorgehen auch als unverhältnismäßig beurteilt. Wenngleich man die Ängste und Sorgen sehen muss, die es gab. Die FPÖ Jörg Haiders hatte besonders in Wien einen durchaus fremdfeindlichen, xenophoben Wahlkampf geführt. Das ist unbestreitbar, auch in den Wahlplakaten belegbar gewesen. Und die vielen Aussagen, die Haider vorher getroffen hat, in öffentlichen Veranstaltungen bei Reden, die waren lange schon bekannt und haben immer wieder auch zu Misstrauen und Skepsis geführt. Aber jetzt, dass nun diese Partei, eine rechtspopulistische Partei, an einer österreichischen Regierung beteiligt werden sollte, das war offensichtlich ein Wahnsinnssignal. Die Sozialdemokraten und Grünen in Österreich sahen die harte Gangart der EU-14 zunächst nicht ohne Genugtuung, versuchten die Sanktionsandrohungen zu rechtfertigen und erblickten darin auch einen Grund für den damals noch amtierenden Außenminister und quasi präsumtiven Bundeskanzler Wolfgang Schüssel von der Volkspartei, der mit einer perfekten Mobilisierungsstrategie der ÖVP-Wähler am 3. Oktober 1999 gerade noch den Gleichstand mit der FPÖ gesichert hatte. Vor den Urnengängen hatte er erklärt, mit seiner Partei in die Opposition zu gehen, sollte die ÖVP bei den Wahlen den dritten Platz erhalten, was dann tatsächlich der Fall war. Schüssel aber nicht an seinen Kanzlerambitionen hinderte. Und er wurde, wenn man so will, als Nummer 3, letztlich Nummer 1 Bundeskanzler. Das hat natürlich auch den Argwohn der SPÖ entsprechend provoziert, die den traditionellen Kanzlerposten hatte, wenn sie an die Vorgänger Viktor Klima, Franz Falinski, Fritz Sinowatz, Polo Kreisky denken. Also die SPÖ hatte seit 1970 in Österreich den Bundeskanzler gestellt. Kommen wir zu den internationalen Reaktionen. Historisch-politische Vorbehalte bei Liberalen und Konservativen, unterschiedliche staatliche Reaktionen, so will ich das zunächst mal überschreiben. Die Freiheitlichen und insbesondere Jörg Haider waren international bereits lange vor 2000 kritisch beobachtet worden. Europafreundliche und vertiefungsbewusste Kräfte, zum Beispiel in Frankreich, waren seit geraumer Zeit beunruhigt. Gut informiert waren besonders die Liberalen Europas über die mitunter extremistischen Positionen in der österreichischen Partei, der FPÖ, und über die Umtriebe ihres Vorsitzenden. Der Austritt von Heide Schmidt und 4 weiterer Mandatare aus der FPÖ bereits im Jahre 1993 hatte zur Folge, dass die liberale Internationale erwog, die FPÖ auszuschließen. Im Juli 1993 drohte der FPÖ bereits der Ausschluss. Sie zog es daher vor, diesen durch Austritt aus der liberalen Internationale zuvorzukommen. Seither war das liberale Forum eine Abspaltung der FPÖ unter Heide Schmidt anstatt der FPÖ in der liberalen Internationale vertreten. Also man muss das sehen, schon 1993 tritt die FPÖ freiwillig aus der liberalen Internationale aus, wenn man es wieder als Präventivmaßnahme bei der Ausschluss bevorschreibt. Der Umstand, dass Belgier und Franzosen an der Spitze der Wortführer gegen diese ÖVP-FPÖ-Regierungsbildung sich befanden, war nicht überraschend. Mit einem Schreiben des belgischen Ministerpräsidenten Guy Verhofstadt vom 24. Januar, also noch vor der Androhung der Sanktionen, an den portugiesischen Premier Antonio Guterres, in dem der flämische Liberale seine Sorge über die sich abzeichnende Koalition in Österreich artikulierte, das Thema so rasch wie möglich für eine Sondersitzung der EU-Außenminister zur Diskussion empfahl und eine gemeinsame Stellungnahme vorschlug, die auch in einem zeitgleichen Telefonat mit Frankreich-Staatspräsident Jacques Chirac, mit dem damaligen österreichischen Bundespräsidenten Thomas Klesthebel, in dem die Besorgnis über Haiders restriktive Einwanderungspolitik, seine Vorbehalte gegen die EU-Osterweiterung sowie dessen Rückbesinnung auf nationale Werte zum Ausdruck brachte, hier nahmen die Überlegungen für Sanktionsandrohungen bereits Konturen an. In einer quasi Nacht- und Nebelaktion
in einer Vorgangsweise der Sanktionsbetreiber, die nicht frei war von Übergehungen und sanftem Druck in Bezug auf mittlere und kleinere Partnerländer, darunter Dänemark, Finnland, Griechenland, Irland und Luxemburg, wurde diese Sanktionsandrohung schließlich umgesetzt. Offensichtlich waren nicht alle Staaten gleich konsultiert und gleich informiert worden. Luxemburgs christdemokratischer Premier Jean-Claude Juncker nannte die Maßnahmen der EU-14 dann auch kurz nach der Verhängung bereits überspitzt. Das griechische Außenministerium ließ verlauten, man sei über die Entwicklung in Österreich besorgt, halte aber vorauseilende Sanktionen für eine, Zitat, Einmischung in innere Angelegenheiten und, Zitat, einen gefährlichen Präzedenzfall. Athen distanzierte sich formell und öffentlich. Nicht alle EU-14-Staaten waren demnach für die eilig entwickelte Vorgangsweise ohne Ausstiegsstrategie, ohne eine Exit-Strategie, unter Vorspiegelung auch mitunter falscher Tatsachen. Sie seien die einzigen, deren Zustimmung noch ausständig sei. Außerdem bestünde die Gefahr, als Verteidiger Heides zu gelten, würde man nicht geschlossen auftreten, war der Beschluss vom 31. Januar 2000 zustande gekommen. Entgegen dem Bild, den die Österreicher hatten, eine geschlossene Front. Das wissen wir auch erst im Nachhinein. Da die Entscheidung auf höchster Regierungsebene gefallen war, waren die mit dieser Aufgabe auch an sich betrauten Außenämter, die Außenministerien der EU-14-Staaten, übergangen worden. Wie auch die Parlamente nicht konsultiert worden waren, was vor allem in Dänemark zu innenpolitischer Kritik führte und zu auch angeblichen Indiskretionen von Mitgliedern des Außenpolitischen Ausschusses des dänischen Folketing, wonach Österreich angeblich sogar selbst um den EU-Boykott gebeten habe. Zur Rolle der sozialistischen Internationalen. Solidarität ist für die sozialistische Internationale selbstverständlich. Eine Schwesterpartei, jene des SPÖ in Österreich, war im Begriffe, aus der Regierungsverantwortung gedrängt zu werden. Die sozialistische Internationale konnte sich daher einer solidarischen Haltung schwerlich entziehen, wenngleich ihre Rolle, wie ich meine, nicht überschätzt und ihr pragmatischer Zugang zur Materie gesehen werden sollte. In Österreich tauchten aber recht rasch Verschwörungstheorien auf, Verschwörungstheorien in Richtung der sozialistischen Internationale. Prominenz konnten diese Theorien erlangen, insofern als EU-Ratspräsident Antonio Guterres, der portugiesische Ministerpräsident, gleichzeitig als Präsident der Sozialistischen Internationale fungierte und viele Regierungsverantwortliche in Europa, die den Beschluss vom 31. Januar mittrugen, Sanktionsandrohung gegen Österreich im Falle einer solchen Regierungsbildung, eben auch Sozialisten waren. Fast alle EU-Staaten hatten damals sozialdemokratische Regierungschefs. Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Griechenland, Portugal, die Niederlande, Finnland, Schweden und Dänemark. Belgien hatte einen liberalen Premier, konservative Ministerpräsidenten gab es lediglich in Spanien mit José María Aznar, in Irland mit Bertie Ahern und in Luxemburg mit Jean-Claude Juncker. Die sozialistische Internationale alleine hätte einmal abgesehen von Abweichungen auch unter den sozialistischen Parteien in Europa die Aktion gegen Österreich aber nicht mittragen können. Es bedurfte zusätzliche Elemente, eines Art Verstärkereffekt sollte es agieren, von Frankreichs neopolistischen Staatschef Jacques Chirac und seines Europaministers Pierre Moscovici, Deutschlands SPD-Kanzler Gerhard Schröder, des Chefs der wallonischen Liberalen und belgischen Außenministers Louis Michel sowie Spaniens konservativen Ministerpräsidenten José María Aznar. Und ich denke, dass die Frage auch der Angst, der Furcht vor einem Modellfall Österreich mit Blick auf Deutschland und diese personenspezifischen Verstärkereffekte eine große Rolle gespielt haben. Aznar stand kurz vor Wahlen in Spanien am 12. März. Er musste Farbe bekennen. Er konnte sich mit der erklärten Distanz von der Regierungsbildung in Österreich, von dem ihm und seiner Partei im eigenen Lande wiederholt vorgeworfenen frankistischen Realitäten abgrenzen und dabei auch ein antifaschistisches Image gewinnen. Nach der erfolgreich geschlagenen Wahl in Spanien mit absoluter Mehrheit für die Volkspartei und für Aznar lenkte dieser dann auch mit Blick auf die österreichische Regierung zu einer verständnisvolleren Haltung ein. Frankreich und Belgien handelten vor allen Dingen innenpolitisch motiviert. Angstvolle Folgen des drohenden Österreich-Beispiels waren entscheidend.
Bei einer Anerkennung der Regierungsgedanken der FPÖ wurden negative Rückwirkungen mit Blick auf die rassistische Front National und den sezessionistischen Flams Block befürchtet. Michel, Sohn eines Opfers des Nationalsozialismus, sah in einer Koalition mit der FPÖ, Zitat, einen gefährlichen Präzedenzfall. In einem Telefonat mit Wolfgang Schüssel hatte er nach Scheitern der SPÖ-ÖVP-Regierungsverhandlungen, das war am 21. Januar, vor den Konsequenzen gewarnt. Zitat, das werden wir euch nie verzeihen, ich nicht und Europa nicht. Zitat Ende. Handelte es sich vor allem um die Sorge, dass das vernünftige Profil, in Anführungszeichen, das vernünftige Profil einer Mitte-Rechts-Koalition ein Modellfall für mehrere Länder in Europa werden und diese im Falle Österreichs auch funktionieren können? War es also viel weniger die Sorge vor einem neu um sich greifenden Faschismus, als vielmehr die Sorge vor einem funktionierenden Modell Mitte-Rechts in Österreich? Israels frühere Botschafter in Wien, Joel Scheer, fürchtete jedenfalls einen Dominoeffekt in Europa. Der innenpolitisch unter Beschuss geratene Chirac, der sich sowohl mit Blick auf die außenpolitischen Rivalitäten als auch hinsichtlich der innenpolitischen Raison d'être der Cohabitation nicht in Widersprüchlichkeiten gegenüber seinem Gegenspieler Lionel Jospin von den Sozialisten verwickeln wollte und durfte, er, Chirac, hatte sich im Unterschied zu seinem Vorgänger Mitterrand, im Unterschied zu François Mitterrand, klar von der Kollaboration, klar von der Politik des Vichy-Regimes distanziert und auch einen scharfen Ausgrenzungskurs gegen Jean-Marie Le Pen, gegen Front National gesteuert. Und in dieser Hinsicht war er mit L'Autriche, mit Österreich und im Anlassfall Frühjahr 2000 in einem veritablen Problem, das zu einem nicht geringen Teil ein französisches und kein österreichisches war, was Schüssel in Österreich zu probieren wünschte. Eine Koalition einer rechtspopulistischen Partei war genau das, was Chirac in Frankreich nicht wollte. Musste sich also der Staatspräsident von den österreichischen Gesinnungsfreunden von der Volkspartei verraten fühlen? Vor dem innenpolitischen Dilemma, in dem Chirac war, war konsequentes Verhalten gegenüber Heides FPÖ notwendig. Kommen wir zu Deutschland. Turbulenzen der CDU, deutsche Befangenheiten und politische Führungsansprüche Frankreichs. Die ausdrücklichen öffentlichen Empfehlungen des bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber für eine ÖVP-FPÖ-Koalition im Herbst 1999 und die tiefe Krise der CDU um die Jahreswende 1999-2000 nährten die Sorgen in Paris wie in Berlin, dass der Funke, der Österreich-Funke, nach Deutschland überspringen und sich dort neben den Christdemokraten auch eine starke Bürgerrechtspartei möglicherweise ähnlichen Zuschnitts oder ähnlichen Ausmaß wie in Österreich etablieren könnte. Der Ausfall der CDU, bedingt durch den Parteispendenskandal um den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, störte auch das parteipolitische Gleichgewicht Europas empfindlich. Die Paralyse der CDU war mitentscheidend für das Fehlen ausgleichender und mäßigender Stimmen in der Parteienlandschaft, in der Parteienpolitik im Frühjahr 2000, in der Causa 2000. Die deutschen Christdemokraten an sich immer konsequent hinter Österreich, hinter der ÖVP Österreich stehen, waren im Januar und im Februar 2000 außenpolitisch so gut wie handlungsunfähig. Sozialistische Staatspräsident François Mitterrand verhielt sich in der Regel auch im Falle des österreichischen EU-Beitritts seinerzeit eher zurückhaltend. Und erst durch Helmut Kohl wurde Mitterrand positiv gestimmt, dass Österreich auch ein verlässlicher Partner der Europäischen Union werden könne. Mit Österreichs EU-Beitritt war in Frankreich auch, und es ist wichtig, ein wiederentdecktes Interesse an Österreich feststellbar. Wobei das französische Österreich-Bild nicht frei von vielen Klischees war. Die politisch Interessierten sahen in Haider, in Jörg Haider, ohne viel Ortskenntnis so etwas wie Österreichs Le Pen. Und ich glaube, dieser Vergleich hält nicht das, was er verspricht. Der Fall Österreich diente aber auch als eine Frage der Disziplinierung der Bundesrepublik Deutschland, der neuen Bundesrepublik Deutschland durch Frankreich. Die außenpolitisch wenig erfahrenen, zunächst noch wenig erfahrenen Schröder und Fischer äußerten sich dezidiert gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung. Sie versuchten, alle Eindrücke zu vermeiden, historisch unsensibel und politisch unkorrekt zu handeln. Schröder, SPD, Fischer, Grüne stellten sich gegen die Mehrheit der bundesdeutschen Öffentlichkeit, die die Sanktionen ja ablehnte, voll hinter Frankreich. Der Umgang mit der Causa Austria berührte auch die Frage des Rangs
die Frage des Prestiges in den Beziehungen zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland, zwischen Paris und Berlin. Als Erbe des Generals de Gaulle, der Seele Frankreichs, wollte sich Chirac als Hüter der republikanischen Moral an die Spitze stellen und ein, wenn man so will, in Frankreich einen gewissen Führungsanspruch auch in Europa zu repräsentieren. Das stärker gewordene Deutschland, nach der Einheit stärker geworden, sichtlich stärker geworden, sollte die Wirtschaftslokomotive, Frankreich dagegen als ja, vermeintliche oder tatsächliche, wie Sie wollen, Siegermacht des Zweiten Weltkrieges, aber auch Nuklearmacht, in jedem Fall, Zitat, Garant gegen jegliche neue Gefahr für die Demokratie in Europa sein. Ging es also neben Österreich auch um die Frage, wer in Europa Definitionsmacht hat, Definitionsmacht über politische Koalitionen und Themen? Während des deutschen Einheitsprozesses hatte sich das bundesdeutsch-amerikanische Verhältnis bewährt und verstärkt. Die Bundesrepublik Deutschland wurde nach den 2+4 Verträgen nun auch außenpolitisch souverän. In der Jugoslawien-Krise war die bundesdeutsche Außenpolitik in der Frage der Anerkennung von Slowenien und Kroatien und der französischen Balkanpolitik enteilt. Im Kosovo-Krieg waren erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg Einheiten der deutschen Luftwaffe und der Bundeswehr wieder im Einsatz. Das neue außenpolitische Selbstbewusstsein der Deutschen erzeugte auch Misstrauen und Unbehagen in Frankreich. Im Umgang mit der Haider-Problematik ergab sich nun ein ideales Disziplinierungsmittel. Die bundesdeutsche Regierung begab sich mit ihrer sofortigen Bereitschaft zur Isolierung Österreichs, wenn man es will, auch in eine Art außenpolitische Geiselhaft Frankreichs. Die SPD selbst war Gefangener innenpolitischer und koalitionspolitischer Konstellationen. Schröder lieferte sich mit Stoiber einen parlamentarischen Schlagabtausch wegen Haider. Der Kanzler, der Stoiber eine geistige Verwandtschaft mit den FPÖ-Populisten vorwarf, betonte, Haider dürfe, Zitat, kein deutsches Problem werden. Schröder befürchtete, dass der bayerische Ministerpräsident wie der Kärntner Landeshauptmann das Europathema für den Wahlkampf gegen die Bundesregierung ausschlachten könne. Sozialdemokratische Überlegungen, die CDU und die CSU, die, wenn man so will, bis dato traditionell pro-europäisch ausgerichtet waren, ja im Grunde klassische Europaparteien darstellten, in die rechte Ecke zu drängen, spielten hierbei offensichtlich auch eine Rolle. Für Joschka Fischer ging es um die Profilierung gegenüber dem rechtslastigen Haider Österreich, ich zitiere das. Das war für ihn günstig, weil sich damit der Oberrealo-Grüne nach dem befürworteten Kosovo-Krieg, der innerparteilich bei den Grünen heftig umstritten war, auch im Lichte von Atomtechnologie-Export nach China und bevorstehender deutscher Leopard 2-Panzerlieferung in die Türkei von der Parteibasis zum Teil ja, abgesetzt oder entfremdet hatte, nun sich mit Österreich, mit dem Haider-Thema wieder vor der eigenen Parteibasis profilieren und in Szene setzen konnte. Wie reagierten die anderen? Ganz anders die Schweiz. Traditionelle Eidgenossenschaft betonte die Notwendigkeit der Einhaltung der Grundrechte, ging auf Distanz zu den 14 EU-Staaten, die Österreich zu boykottieren begannen. Man wolle, so erklärte es der eidgenössische Außenminister Deiss, keine Vorverurteilungen. Und man lud den österreichischen Regierungsvertreter als ersten in die Schweiz ein. Das war auch der traditionelle erste Auslandsbesuch vor einer neu angelobten österreichischen Regierung. Eine, wie ich meine, doch sehr prominente Rolle spielte der belgische Außenminister Michel, der ein Hardliner in der Sanktionspolitik war. Unverhohlen sprach er öffentlich aus, dass sein Ziel sei, diese österreichische Regierung zu stürzen. Er forderte seine Landsleute auf, keinen Skiurlaub mehr in Österreich zu verbringen, was er als Zitat als unmoralisch bezeichnete. Keine Quantität negligible, ungefähr 350.000 Belgier Urlauben auf Skiurlaub in den österreichischen Alpen pro Jahr. Das war ein Höhepunkt, zweifelsohne auch an Entgleisungen. Michel hatte kurzzeitig offensichtlich die Kontenance verloren, wofür er sich dann auch im Anschluss entschuldigte. Für Belgien war offensichtlich die Causa Austria eine Möglichkeit, sich auch entsprechend moralisch zu qualifizieren, wenn nicht sogar als moralisch Supermacht zu erinnern. Weit vorsichtiger regierten Luxemburger, auch Niederländer, die sich eher zurückhielten. Die Briten waren nicht an der vordersten Front der Regierungsverurteilung der österreichischen Bundesregierung beteiligt. Man realisierte offensichtlich in London sehr rasch die kontraproduktiven Folgen. Die konservative, europakritische Presse entdeckte Haider auch als Europhoben. Sie betrachtete ihn, Zitat, als einen nützlichen Stock, mit dem man auf den Esel EU einschlagen könne, mit dem auf den Esel EU schlagen könne.
Auch die USA reagierten, kritisch, mahnend, aber auffallend weniger ablehnend und harsch als die EU-14-Staaten, wobei zwischen Secretary of State Madeleine Albright und Wolfgang Schüssel ein gutes Einvernehmen bestand, auch während des stärksten Drucks auf die neu gebildete Regierung in Österreich im Februar 2000. Deutlich wurde sehr rasch, dass indirekt Schadenersatzforderungen für jüdisches und in der NS-Zeit arisiertes Vermögen in Österreich sowie für während des Krieges in der damaligen Ostmark eingesetzte Zwangsarbeiter und entsprechendes österreichisches Wohlverhalten diesen Anliegen gegenüber im Zusammenhang auch mit amerikanischem Wohlverhalten dieser neuen Regierung aus ÖVP und FPÖ gegenüber bestanden. Der Chefinteressenswahre und der Verfolgten, der Geschädigten des NS-Regimes, der Rechtsanwalt Ed Fagan, befand sich bereits im Februar 2000 in Wien, um seine Forderung zu deponieren, um entsprechend Verhandlungen mit der Regierung in Wien zu fordern, die dann auch mit der ehemaligen Nationalbankpräsidentin Maria Schaumeier geführt werden sollte. Österreich wurde durch die internationale Isolation und den verstärkten auch medialen Druck in der Zwangsarbeit der Geschädigten, auch in der Frage der Restitution von jüdischem Vermögen, zweifelsohne verhandlungsbereiter und schließlich auch zahlungswilliger. Wir haben in Spanien dann nach der geschlagenen Wahl, wie gesagt, ein eher moderates Verhalten. Man darf dazu sagen, dass auch der italienische Außenminister Lamberto Dini sehr bald dann auch für das Ende der Sanktionen eingetreten ist. Auch der Hintergrund war der wachsende Druck der Rechten auf die Mitte-Links-Regierung in Italien. Spanien war, wie gesagt, sehr rasch vom anfänglichen scharfen Kurs gegen Wien bald in die Reihe der Länder eingeschränkt, die auch einen Ausweg suchten. Bundeskanzler Schröder stand öffentlich weiter zum ursprünglich eingeschlagenen Kurs, aber aus Regierungskreisen in Berlin verlautete im Mai, dass die Maßnahmen nicht mehr zu halten seien. Joschka Fischer, den Peter Sloterdijk als konformistischen Imitator der französischen Österreich-Politik bezeichnete, trat auch nun für ein öffentliches Nachdenken ein. Aber eine Vorreiterrolle in der Frage der Aufhebung der Sanktionen war von der Bundesrepublik Deutschland nicht zu erwarten. Hingegen kamen aus finnischen Kreisen vorsichtige Andeutungen, dass man versucht habe, Chirac umzustimmen, aber vor allen Dingen war es der dänische Ministerpräsident Poul Nyrup Rasmussen. Nicht der jetzige Rasmussen, der im Gefolge ist, sondern der sozialdemokratische Ministerpräsident Poul Nyrup Rasmussen, der sehr bald signalisierte, man müsse eine konstruktive Lösung finden, um diese Sanktionen wegzubekommen. Die österreichische Regierung, so Rasmussen, hätte konsequent gehandelt, hätte positive Schritte gesetzt, auch im Blick auf die Einigung in der Regelung der Zwangsarbeiterfrage. Aber bei Rasmussen war klar, seine Sorge war, die dänische Zustimmung zum Euro, zack, mit Blick auf den Start der EU-14-Maßnahmen gegen Österreich, war von einem Zustimmungspotenzial nun eine zunehmende Abwärtstendenz festzustellen. Und das war das Problem, die Dänen hatten im September 2000 ihr Referendum über die Frage, sollen wir den Euro übernehmen. Bei den mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten gab es unterschiedliche, überwiegend doch, würde ich sagen, zurückhaltende, mitunter auch kritische Reaktionen. Polen war beunruhigt und zeigte Verständnis für das Vorgehen der EU-14 aus historischen Gründen. Tschechien trug als einziger Nicht-EU-Staat in Europa die Sanktionen voll mit. Allerdings erst ab dem Zeitpunkt, als die FPÖ als Regierungspartei verlauten ließ im Februar, die Zustimmung zum tschechischen EU-Beitritt von der Aufhebung der Beneš-Dekrete abhängig zu machen. Diese Forderung war sehr rasch von der FPÖ aufs Tapet gegeben. Hinzu kam auch der Streit um das Kernkraftwerk Temelin. Ministerpräsident Miloš Zeman verlangte sogar die Beibehaltung der Maßnahmen für die gesamte Dauer der FPÖ-Regierungsbeteiligung. Václav Klaus, damals Parlamentspräsident, hingegen hatte in einem Schreiben an Schüssel Heider als das geringere Übel bezeichnet gegenüber dem Versuch der EU-Staaten, der EU-14-Staaten, sich in die souveräne Entscheidung eines Mitgliedstaates einzumischen. Hier wird schon die Skepsis von Klaus gegenüber der Europäischen Union sehr deutlich. Die Slowakei zeigte Verständnis für die Sanktionen, hielt sich aber zurück. Sie war selbst mehrere Jahre, wenn man so will, am Pranger und unter Observanz und musste sich ja erst den Status eines Kandidatenlandes entsprechend erarbeiten. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, aber lud Österreichs Bundeskanzler zu einem Besuch nach Budapest ein. Also die österreich-ungarischen Beziehungen blieben unangetastet. Es gab viele Spekulationen,
Überlegungen, was steckt eigentlich wirklich hinter diesen Sanktionen? Spekulationen innerhalb und außerhalb der Alten Republik, wonach den Erweiterungsgegnern der Schwarze Peter, der Heidebevölkerung zugeschoben werden sollte, oder Österreich als ein Negativbeispiel eben für fremdenfeindliche Beitrittswerber, die FPÖ als Mittel für die nicht so rasch realisierbare EU-Osterweiterung sich zu instrumentalisieren, der Dominoeffekt, von dem man sich fürchtete, oder die Praktizierung einer Politik der Abschreckung. Eine andere Deutung lief darauf hinaus, dass mit diesem Beispiel Österreich, wenn man so will, die politischen Bedingungen für die Aufnahme in die Europäische Union neu definiert werden sollten. Tatsächlich hatte Antonio Guterres zu der von der Ratspräsidentschaft ausgesandten EU-14-Botschaft an die Wiener Adresse wissen lassen, Zitat, dass sich diese nicht nur an Österreich, sondern an alle Staaten in Europa richte. Zitat, dabei haben wir besonders an die bevorstehende Erweiterung der Union nach Osten gedacht. Zitat Ende. Österreich ist nur ein Mittel zum Zweck. Keine Rechtsparteikoalition, keine Zulassung von Rechtsparteien. Im Konfliktfall der Maßnahmen gegen Österreich im Jahre 2000 finden sich jene christdemokratischen Parteien kleineren und zentristischen Typs der historischen Kontinuität gemäß eher nahezu idealtypisch. Luxemburgische und belgische Christdemokraten, französische Neokolisten und italienische BWI-Politiker machten ablehnende Gesten gegenüber der ÖVP. Während sich die christdemokratischen Parteien aus Skandinavien zurückhielten und die großen Mitte-Rechtsparteien Europas wie die CSU und die CDU, die Forza Italia und die britischen Tories, die kaum bzw. keine weiter rechts von ihnen stehenden innenpolitischen Gegner hatten, für eine Ächtung der ÖVP nicht zu haben war. Dennoch ist bemerkenswert, dass man ernsthaft erwogen hat, im Februar 2000 die österreichische Volkspartei aus der europäischen Volkspartei auszuschließen. Das müssen Sie sich vorstellen. Also aus der Parteienfamilie der christdemokratischen konservativen Parteien. Nur wenn man so will, die geniale Reaktion der ÖVP zu sagen, wir lassen unsere Mitgliedschaft ruhen und geben euch Zeit, uns zu beurteilen, verhinderte den Ausschluss der österreichischen Volkspartei aus der europäischen Volkspartei. So dramatisch war die Stimmungslage jedenfalls im Februar. Die FPÖ erfreute sich großer, wenn man so will, Sympathieadressen von der europäischen Rechtsszene, Solidaritätsgesten. Jean-Marie Le Pen beglückwünschte Haider trotz dessen ostentativen Distanzierungsversuche. Von Umberto Bossi und der Lega Nord gab es ebenfalls Solidaritätsbekundungen. Im angloamerikanischen Bereich verhielten sich die Rechte, die Conservatives und die Republikaner offen und gesprächsbereit. Diese hatten wohl alle mit der Causa aus der weniger Berührungsprobleme, ja viel mehr Skepsis gegenüber einem zu starken sozialistischen Europa. Wie hat sich die Europäische Union verhalten? Die Europäische Union, von der bisher gar nicht die Rede war, sondern nur von den EU-14-Staaten. Hier ist vielleicht bemerkenswert, dass im Zuge der EU-14-Staaten-Erklärung sich verschiedene Organe und Institutionen der Europäischen Union zu Wort meldeten. Zunächst Kommissionspräsident Romano Prodi, der von den Maßnahmen der 14 offensichtlich nur kurz informiert worden war. Dieser nahm am 1. Februar einstimmig, auch mit der Stimme des österreichischen Kommissionsmitglieds, dem Agrarkommissar Franz Fischler, eine Mitteilung an, in der die Kommission die Vereinbarung der EU-14 als gemeinsame Stellungnahme zur Kenntnis nahm und die darin zum Ausdruck gebrachte Besorgnis teilte, sich aber bezeichnenderweise nicht zur Vorgangsweise der 14 Staaten äußerte. Ausdrücklich betont die Kommissarin in ihrer Stellungnahme, dass Zitat die Arbeitsbeziehungen mit den österreichischen Behörden aufrechterhalten werden würden. Diese Stellungnahme war eindeutig und zeigte auch doch ein distanziertes Verhältnis der Kommission zu diesen Maßnahmen. Ganz anders die Entschließung zum Ergebnis der Parlamentswahl in Österreich seitens des Europäischen Parlaments. Hier gab es eine doch sehr klare Stellungnahme des Europäischen Parlaments. Da hat die Absicht der Stellungnahme der 14 begrüßt. Und die Auffassung auch vertreten, dass die Aufnahme der FPÖ in eine Koalitionsregierung die extreme Rechte in Europa legitimieren würde. Auch der Ausschuss der Regionen sprach sich eindeutig gegen die Heidepartei und ihre Regierungsbeteiligung in Österreich aus. Diese Partei habe sich, Zitat, für Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Ungleichheit ausgesprochen. Die Ambivalenz des Ausschusses der Region wird aber auch daran deutlich, dass man noch im Mai 1999, am 31. Mai, haben die Mitglieder dieses Rates einstimmig auch den Landeshauptmann von Kärnten, nämlich den FPÖ-Obmann Jörg Haider, zum Mitglied des Ausschusses der Region bestellt. Eine doch bemerkenswerte Zahl. Die Zeit eilt und ich werde mich langsam kürzer fassen.
die Sanktionsandrohungsstrategie, überhaupt die Sanktionen, scheiterten. Sie scheiterten, weil die ÖVP-FPÖ-Regierung zustande kam. Der Zweck der schlecht durchdachten Ad-hoc-Entscheidung wurde insofern auch verfehlt, als eine Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen von außen nicht verhindert werden konnte. Die Notwendigkeit auf einer Exit-Strategie, das kleine Einmaleins jeglicher Diplomatie, wurde nicht hinreichend bedacht. So gesehen hatte man im Sinne eines vorbeugenden Hammerschlages zwar eine mächtige Schockwirkung, wenn man so will, im politischen Establishment Österreichs ausgelöst, ÖVP und FPÖ-Führungskreise rechneten aber trotz aller Warnungen nicht mehr derartig rigorosen Drohungen-Isolationsgebärde. Im Zuge der Sanktionsandrohung erklärte sich nun die neue Regierung am 3. Februar auch dann bereit, eine Präambel der Regierungserklärung voranzustellen, unterschrieben von Wolfgang Schüssel und Jörg Haider, in der ein klares Bekenntnis zu allen Leitprinzipien der Europäischen Union, ihrer Vertiefung und zur Osterweiterung sowie auch, das war wichtig, zur Aufarbeitung der österreichischen Geschichte und zur kritischen Auseinandersetzung Österreichs mit der NS-Vergangenheit ausgesprochen wurde. Wenn man so will, war dies auch ein positiver Nebeneffekt, aber nun war nun einmal diese Regierung gebildet und sie sah überhaupt nicht ein, warum sie zurücktreten oder nicht arbeiten sollte. Das deutsche Verhalten blieb ein Fall für sich. Schröder und Fischer missachteten das eigentlich sonst so betonte Prinzip deutscher Verantwortung für die Geschichte, als ich denke, mit Blick auf das Verhältnis zu Österreich Feingefühl und Sensibilität vermissen ließen. Mit einem verqueren Anschlussmoralismus traten sie dem kleinen Bruder gegenüber großspurig und schulmeisterlich auf. In letzter Konsequenz einer anmaßenden, der kompromisslosen Haltung wäre eigentlich Schüssel und Co. nur eine Unterwerfung unter dem deutschen Standpunkt übrig geblieben. Man stelle sich dieses Szenario vor, eine österreichische Regierung bildet sich nicht aufgrund deutschen Drucks oder demissioniert aufgrund deutscher Pressionen. In Österreich selbst gab es massive Proteste mit Ausschreitungen, die die Vereidigung der Regierung begleiteten. Haider als FPÖ-Chefverhandler war zwar infolge des internationalen Drucks seiner Wählerschaft gegenüber gezwungen, nicht nachzugeben und seine Partei trotz der heftigen medialen Widerstände an der Regierung zu beteiligen. Dabei nahm er auch ressortpolitische Nachteile in Kauf. Schüssel konnte als heimlicher Gewinner der Verhandlungen gesehen werden. Warum? Die unpopulären Ministerien erhielt der umstrittene Koalitionspartner FPÖ. Finanzen, Justiz, Soziales und Verteidigung. Die angesichts der sensiblen internationalen Öffentlichkeit weniger unpopulären, ja eigentlich profilierungsträchtigeren und publikumswirksameren, nämlich das Innere, vor allem das Äußere, die ÖVP. Die außenpolitische Schadensbegrenzung wurde auch der Europapartei ÖVP überlassen, was der neuen Außenministerin Benita Ferrero-Waldner wachsenden Respekt, vor allen Dingen aber auch innenpolitischen Imagegewinn und einen regierungspolitischen Bonus bescherte. Mit ihrem berühmt-berüchtigten Kampflächeln avancierte sie während der Sanktionspolitik zur beliebtesten Politikerin in Österreich. Meine Damen und Herren, die Folgen dieser Sanktionen, kurzfristige Effekte der scheinbar geschlossen liegenden EU-14-Staatenfront bestanden in Zurückweisungen, Beschwichtigungen, Klarstellungen der österreichischen Politiker, Demonstrationen auch von Gegnern der Bundesregierung der Neuen gegen Schwarz-Blau mit dem Höhepunkt einer Großkundgebung am 19. Februar 2000 am Wiener Heldenplatz, wo Zehntausende, wenn nicht sogar über 100.000 Menschen dort demonstriert haben. Eine Anti-Heiler-Bewegung, die allerdings nicht, das darf man sagen und kann man sagen, die österreichische Öffentlichkeit, die österreichische Bevölkerung wirklich repräsentiert hatte. Es war, wenn man so will, das andere Österreich, das kritische Österreich. Diese Demonstrationen gingen über Wochen, über Monate weiter, wurden aber immer geringer, bis am Ende noch ein kleines Häuflein von vielleicht 150 oder 100 Leuten gegen Schwarz-Blau, gegen Schüssel und seine Regierung mit der FPÖ demonstrieren. Die EU-14 setzten die Sanktionsmaßnahmen nach der erfolgten Regierungsbildung am 4. Februar 2000 in Kraft. Das heißt, sie machten mit ihren Drohungen auch ernst. Alles andere wäre auch für die EU-14-Staaten einem Gesichtsverlust gleichgekommen. Dem Boykott schlossen sich mehr oder weniger auch die Regierung der USA an, allerdings nur informell. Washington rief seine Botschafterin kurzzeitig zurück, um Betroffenheit zu signalisieren. Aber auch Norwegen und Israel zogen ihre Botschafter aus Wien ab, sowie einige Tage später auch Kanada, Costa Rica und Argentinien. Was bei allen hochrangigen EU-Treffen auf die Shake Hands mit Österreich verzichtet wurde, auf die Familienfotos verzichtet wurde, das wurde in Lissabon nicht mehr als Familienfoto, sondern als Gruppenfoto bezeichnet, war zweifelsohne eine symbolische Politik.
ein, wenn man so will, unfreundlicher Akt, der in den Bereich der Courtoisie hineinfiel. Darauf jedoch die Sanktionen zu reduzieren, wäre nicht haltbar. Weder waren und sind die Maßnahmen zu dramatisieren, was tendenziell die Regierungsvertreter taten, noch sollten sie minimalisiert und heruntergespült werden, was Oppositionsvertreter im Zuge der Erkenntnis der Wirkungslosigkeit der Sanktionsmaßnahmen in der Regel bevorzugen. Die Bagatellisierungsabsicht seitens der Sozialdemokraten und Grünen in Österreich auf der Suche nach einem Ausweg aus diesem Dilemma war offensichtlich. Wie nun sahen diese Boykotte konkret aus? Es gab nicht nur Boykottaufrufe gegen österreichische Waren und Dienstleistungen in Europa, selbst in den USA wurden von Weinabnehmern das Wahlverhalten der österreichischen Weinproduzenten am 3. Oktober 1999 überprüft. Die Suspension von Schüler- und Studentenaustauschprogrammen, die Nichtberücksichtigung des österreichischen Archäologischen Instituts an einem Pilotprojekt, die Ausweitung Österreichs von der Eröffnungsfeier in Brüssel, Kulturhauptstadt Europas, wie auch von der Antirassismusstelle in Wien und weitere Begleitsanktionen wie die Aufkündigung gültiger Leihgaben zur Ausstellung über Karl V. in Wien, eines belgischen Museums auf Weisung der wallonischen Regierung, Absagen zum Wiener Opernball, die zwischenzeitliche Aufhebung von Städtepartnerschaften, zum Beispiel Innsbruck, Grenoble, Einreiseverbote für österreichische Politiker, Tagungsboykotte von Wissenschaftlern, Ablehnung von Ehrungen für Österreicher, Absagen innerhalb von Projekten, Behinderung von Kooperationen und verurteilte Resolution, all dies war feststellbar in den Monaten Februar, März, April 2000. Man glaubte, man ist auf einem anderen Stern. Auf der diplomatisch-politischen Ebene war es auch als unfreundlicher Akt zu werden, wenn dem europäischen Partner nichts Klügeres einfiel, als zu spät zu Sitzungen in Brüssel zu kommen, wenn Österreicher dort sprachen, um die österreichischen Vertreter nicht grüßen zu müssen oder den Saal verließen, wenn Minister aus Österreich zu Wort meldeten. Dieses Verhalten jedoch nutzte der Europäischen Union überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es verstieß gegen die Werte der Gemeinschaft, zu denen Fairness, Solidarität und Bereitschaft auch zum Dialog gehören. Die Folgen innenpolitisch, ich würde sagen, Boomerang-Effekte. Die Regierungskoalition wurde durch die Sanktionsandrohung erst richtig provoziert, sich entsprechend dann auch zu formieren. Und letztlich waren die Sanktionen ein Kabinettskit, auch ein Versuch abzulenken von unpopulären Regierungsmaßnahmen, und sie waren gleichzeitig auch ein nationales Profilierungsmittel, um sich eben gegen die Sanktionierer von außen eben zu wehren und sie eben um den nationalen Schulterschluss eben zu demonstrieren und gleichzeitig die Opposition, die Oppositionspolitiker als Österreich-Verräter, als Österreich-Vernaderer, wie das Jörg Haider genannt hat, entsprechend zu bezeichnen. Auch das Argument von der äußeren Einmischung zog natürlich, und so gesehen freute sich diese ÖVP-FPÖ-Regierung durchaus auch der Unterstützung durch die weite Teile der österreichischen Bevölkerung. So gesehen war der SPÖ-Vorsitzende, der Oppositionsvorsitzende Alfred Buchenbauer, der jetzt derzeit noch amtierende Bundeskanzler, nicht mehr lange offensichtlich, als Oppositionsbürger schon gezwungen, seine Strategie zu ändern und so zu tun, als würde man auch von Seiten der SPÖ die Sanktionen beseitigen wollen, die man ursprünglich begrüßt und entsprechend begründet und verteidigt hatte. Haider selbst erhielt durch das ganze Thema ein Maß an Publicity, das ihm wahrscheinlich keine Werbeagentur hätte bescheren können. Entsprechend war er das Thema Nummer eins, wenn über Österreich berichtet wurde. Er wurde zu einem europäischen Faktor spätestens jetzt. Und ich denke, dass Jörg Haider auch in dieser Zeit noch Kurt Waldheim den Rang abgelaufen hat, als prominenten Österreicher, der nach wie vor bis zu seinem Tod auf der US-Watchlist gestanden hat. Also im Grunde ein Einreiseverbot in die USA hatte, aufgrund seiner aus Sicht der Amerikaner ungeklärten Kriegsvergangenheit. Auch ist festzustellen, eine wachsende Skepsis in den kleineren Staaten der Europäischen Union mit Blick auf das Verhalten gegenüber Österreich, einem kleinen Staat. Und so war es schon, wie gesagt, in Dänemark der Fall, dass die Umfragewerte für den Eurosand, nur ein Beispiel, am Jahresanfang 2000 war die Zustimmung zum Euro 53% in Dänemark. Sie sank dann in weiterer Folge auf Mitte 40 und weiter noch hinunter. Also in Dänemark hat man hier einen Zusammenhang gesehen, nicht nur aufgrund Österreich, aber auch auf Österreich bezogen. In Bezug auf Österreich setzte ein fragwürdiger Wertediskurs ein, der sehr viel mit auch, denke ich, äußerer und innerer
Doppelmoral zu tun hatte. Das Hauptziel, die österreichische Bundesregierung gar nicht zur Bildung zu gelangen zu lassen oder dann zum Rücktritt zu bewegen, wurde verfehlt. Gangbare Wege, wie man dem Phänomen Haider, dem Problem Haider begegnen könne, auch nicht aufgezeigt. Er hielt frech fest, Zitat, meine Gegner machen immer denselben Fehler, sie regen sich über etwas auf, was die Bürger wollen. Mit diesen populistischen und auch geschickten rhetorischen Schwenks gelang es Haider auch immer wieder entsprechend sich freizuspielen und auch Zustimmung zu bekommen. Schließlich war es im Juni 2000 so weit, dass der dänische Premier Rasmussen noch während der Ratspräsidentschaft der Portugiesen Druck ausübte und vorschlug, man solle doch einen Rat der Weisen einsetzen, der einen Bericht über Österreich verfassen solle, um eine Lösung herbeizuführen. Die Idee des Weisenrates war also offensichtlich notwendig, um den hilflos und zunehmend ratlos agierenden Staats- und Regierungschefs der EU-14 zu Hilfe zu kommen, denn das Scheitern ihrer Maßnahmen ließ sich offensichtlich kaum mehr verhüllen. Der Auftrag der ausklingenden portugiesischen Ratspräsidentschaft an den Schweizer Lucius Wildhaber, den Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg, drei Weise, nicht aus dem Morgenland, aus Europa, entsprechend einzusetzen und zu prüfen, wie weit in Österreich die Rechte von Minderheiten, Flüchtlingen und Einwanderung eingehalten würden und wie auch die politische Natur der FPÖ einzuschätzen sei, zielte schließlich in diese Richtung. Nun, man kann davon ausgehen, dass diese drei Weisen sorgfältig ausgewählt wurden. Es war der finnische Ex-Staatspräsident Matti Ahtisaari, ein Vertreter seiner neutralen Land und EU-Mitglied, der ehemalige Kommissar Orjecha aus Spanien und ein deutscher Jurist, ein deutscher Rechtswissenschaftler aus Heidelberg, Jochen Frohwein, der zu den drei Weisen gehörte. Und diese drei Weisen waren nun entsprechend aufgerufen, in Österreich zu sondieren, inwieweit dieses Land den rechtsstaatlichen, demokratischen Staaten Europas auch angehören würde. Muss ich das mal vorstellen. Aber es ist tatsächlich dieses Szenario eingetreten. So sehr Motive und Intentionen gegenüber Österreich gerechtfertigt sein mochten, so meine ich, so wenig war die Methode der EU-14 gegen Österreich tauglich. Der Bann gegen die Mitte-Rechts-Regierung in Wien war von Anfang an brüchig. Unter Führung eben von einzelnen Staats- und Regierungschefs angetrieben, haben sich die anderen Staaten veranlasst gesehen, wenn man sich in diesen Quarantänezustand einzuleiten, in der irrigen Annahme, damit eine Regierungsbildung zu verhindern. Wie reagierte das offizielle Österreich? Wien, der Ballhausplatz. Wien hatte eigentlich nur die Chance, mit Besonnenheit, mit Wohlverhalten und Bestimmtheit zu agieren, oder sagen wir zu reagieren. Und dies wurde am Ballhausplatz erkannt und ich denke, konsequent genutzt. Der offizielle österreichische Standpunkt lautete, dass die Erklärung vom 31. Januar, Androhung der Sanktionen, rein politischer Natur und nicht auf der Grundlage der Unionsverträge, die die Gemeinschaften und die EU begründen, zustande gekommen sei. Die Veröffentlichung der portugiesischen Ratspräsidentschaft im Namen der EU-14 wurde als Überschreitung der Kompetenzen der Präsidentschaft gewertet, diese nur für sich oder für die gesamte Union handeln und sprechen können. Wie kann aber eine Ratspräsidentschaft für die gesamte Union sprechen, wenn Österreich nicht beteiligt ist? Österreich gehört zur Union. Die EU-14-Deklaration falle auch weder in den Kompetenzbereich der Union, so die österreichische Argumentation, noch könne diese einem EU-Organ zugerechnet werden. Es sei lediglich eine völkerrechtliche Übereinkunft der EU-14 außerhalb des rechtlichen Rahmens der EU, so argumentierten die Juristen am Ballhausplatz. Ein unfreundlicher Akt, eine Verletzung der diplomatischen Kontrolle. Da man selbst gar nicht konsultiert worden war, ging ebenso eine Verletzung der Grundsätze der Fairness, der Objektivität und des Prinzips des Audiatur et alter pars auf die andere Seite zu hören vor. Noch schwerwiegender aber seien die Folgen dieses Vorgehens, wodurch das vertraglich verankerte Prinzip der gegenseitigen loyalen und solidarischen Kooperation in Frage gestellt worden sei. Und diesbezüglich legte Österreich mit seiner Reaktion entsprechend auch den Weißen Rat direkt den Boden bereit. Am Ballhausplatz hatte man das Kind, denke ich, beim richtigen Namen genannt. 14 europäische Nationalstaaten haben souverän gegen ein Unionsmitglied gehandelt und sich dabei des EU-Rahmens zu bedienen versucht, mit wenig Aussicht auf Erfolg. Die EU-Institutionen waren im Grunde auch auf Dauer gar nicht zu umgehen. Der Generalsekretär des Außenministeriums, Albert Roland, sah Ende März 2000
auch noch nicht den britischen Willen der EU-14 von der Vorgehensweise gegenüber Österreich Abstand zu nehmen, die er selbst als überzogen, unfair und durch EU-Verfahren nicht gedeckt bezeichnet. Andererseits wusste man genau, wir spielen kein Veto. Die Österreicher sagten, wir werden keine Repressionsmaßnahmen einleiten, wir werden nichts bremsen. Maßvolle Politik der Selbstdisziplin und diese, denke ich, sollte sich letztlich auch bewähren. Österreich machte keine Politik des Lehrenstuhls, blockierte nicht die Ratsentscheidungen, hat nicht mit Mutwilligkeit die Funktionsfähigkeit der Union und damit den Integrationsprozess in Frage gestellt. Insofern würde ich sagen, hat sich Österreich korrekt verhalten. Der Weißenbericht wurde übergeben. Was war das Ergebnis? Die Regierungsarbeit wurde positiv bewertet, die FPÖ kritisiert. Am 8. September übergaben die drei Weisen einen einstimmig verfassten Bericht an Frankreichs Staatspräsident Chirac. Es war lange unsicher, wie die drei Weisen letztlich im Detail Österreich beurteilen würden, aber es war eigentlich zu erwarten, dass man an Österreich, an seiner Regierung, nichts Ehrenrühriges finden würde. So blieb aber die Beurteilung des Wesens der FPÖ strittig. In ihrem Bericht, wie die Neue Zürcher Zeitung exzellent formulierte, ein Auftragswerk der EU-Ratspräsidentschaft, ein politisch kluges Dokument mit den Einschränkungen, die ihm die Umstände und die ihm zugedachte Rolle auferlegt haben, empfahlen diese Experten die Aufhebung der Sanktionen, weil diese bei ihrer weiteren Aufrechterhaltung, Zitat, kontraproduktiv wirken würde. Das war das Zitat. Halten wir die Sanktionen weiter aufrecht, wirken sie kontraproduktiv. Nun, wenn sie fortbestehen würden, selbst aber Vertreter der österreichischen Opposition hatten schon längst festgestellt bei Auslandsreisen im April und Mai, dass die Sanktionen in Österreich schon bereits kontraproduktiv waren und nicht mehr wirken würden, wenn man sie aufrechterhalten würde. Die drei Weisen argumentierten weiter, dass in Österreich die Sensibilität für die gemeinsamen Werte der EU-Staaten gehoben worden sei. In Zukunft würde sich eine beibehaltene Sanktion aber nicht förderlich auswirken, denn sie hätten bereits nationalistische Gefühle in Österreich geweckt, da sie in einigen Fällen fälschlicherweise als Sanktionen verstanden wurden, die sich gegen die österreichischen Bürger richten. Auch das war eine recht verkürzte, wenn nicht sogar eine apologetische Interpretation der EU-14-Maßnahmen. Der Bundesregierung wurde aber insgesamt ein positives Zeugnis ausgestellt. Der Minderheitenschutz sei besser entwickelt als in vielen anderen EU-Staaten, wie es auch zu viel weniger Gewaltausübung und Ausländerfeindlichkeit gekommen sei als in anderen Teilen Europas, verwiesen wurde auf Spanien und Frankreich. Die Regierungsarbeit steht gerade im Einklang mit den gemeinsamen europäischen Werten. Allerdings nun kam es, die FPÖ. Die FPÖ hingegen wurde als eine rechtspopulistische Partei mit radikalen Elementen bezeichnet. Der Bericht verwies auf fremdenfeindliche, rassistische und nationalistische Begriffsverwendungen. FPÖ-Regierungsmitglieder würden sich zwar dieser Sprache nicht mehr bedienen, die Partei unternehme aber nichts gegen Mitglieder, die solche Vokabeln weiterhin bräuchten. Der politisch motivierte Bericht überzeugte insgesamt, wie ich meine, in seinen wesentlichen Aussagen, blieb aber auch nicht frei von Mängeln. Als einziges Regierungsmitglied der FPÖ wurde Justizminister Dieter Böhmendorfer, der Rechtsanwalt Haiders, der persönliche Rechtsanwalt Haiders, im Bericht der drei Weisen kritisch erwähnt. Er habe die Werte der EU nicht ausreichend verteidigt, als Haider bei einer gemeinsamen Pressekonferenz den Vorschlag gemacht habe, Oppositionelle strafrechtlich zu verfolgen. Die sogenannten Österreich-Vermarder. Nun, das war der einzig wirkliche nennenswerte Kritikpunkt, aber insgesamt war doch klar, dass nun etwas folgen musste aufgrund dieses Berichts. Und es ist interessant, dass es auch die französische Ratspräsidentschaft, die es in der zweiten Jahreshälfte 2000 gab, nun gezwungen war zu reagieren. Es war nicht klar, ob man sofort die Sanktionen aussetzen würde oder erst nach einer Frist, aber es war klar, dass es ein Signal in Richtung Wien geben würde. Außerdem war klar, dass in drei Wochen die Dänen über den Euro abstimmen mussten. Die deutlichen Befürworter der europäischen Einheitswährung empfanden die Maßnahmen gegen Österreich als Katastrophe. Sie gaben nämlich den Euro gegen den in Dänemark starken Aufwind. Lange Rede, kurzer Sinn, letztlich setzte über das Wochenende vom 9. zum 10. September eine intensive Telefondiplomatie in Europa ein. Ähnlich wie in der Nacht oder im Wochenende vom 9. auf den 30. Januar. Es war das Foreign Office, das britische Foreign Office, unter Premier Tony Blair, aber auch die Dänen, die auf Chirac einwirkten, die Empfehlung der Weisen anzunehmen, nämlich Aufhebung der Sanktionen. Schon am Samstag hatte der luxemburgische Ministerpräsident Juncker erklärt, eine große Mehrheit der EU-Regierungschefs würde für ein Ende der Sanktionen eintreten. Der finnische Ministerpräsident Lipponen zeigte sich auch zufrieden mit den Weisenberichten und erhoffte sich eine gemeinsame Haltung der EU-14
mit Blick auf eine Beendigung der Sanktionen. Schließlich drohten sogar die Dänen allein zu gehen. Im Sinne der Aufhebung der Sanktionen sollten entsprechend nicht die anderen auch sich bereit erklären, diese Sanktionen gegen Österreich aufzuheben. Die bundesdeutsche Regierung hüllte sich in Schweigen. Weder Schröder noch Fischer wollten den Reisebericht kommentieren. Es hieß nur, man werde ihn prüfen. CDU und FDP sprachen von einem außenpolitischen Waterloo, einer Blamage und forderten von der Bundesregierung eine Entschuldigung. Fischer im Deutschen Bundestag replizierte auf dieses Verlangen im Deutschen Bundestag, Zitat, er werde einen Teufel tun, sich bei Österreich zu entschuldigen. Es dürfe keine Selbstverständlichkeit in einem vereinten Europa werden, seine Partei die Fremdenfeindlichkeit zum Programm erhoben habe und ein problematisches Verhältnis zum Nationalismus habe in der Regierung vertreten sei. Allerdings räumte Fischer auch ein, dass das Gutachten, gemeint war der Drei-Weißen-Berichtshintergrund, der Bericht der Drei-Weißen, unverzüglich, Zitat, unverzüglich umgesetzt werden müsse. Nun, wie kann man das Ganze letztlich interpretieren? Es kommt zu einer Aufhebung der Sanktionen ohne Wenn und Aber. Ich würde sagen, es sind Drei-Weißen, Chirac, das Machtinstrumentarium Österreichs Sanktionen aus der Hand genommen. Ihr Urteil, dass mit der Empfehlung zur Aufhebung der Sanktionen im Grunde eigentlich einer Mandatsüberschreitung und der französischen Ratspräsidentschaft eigentlich gegenüber einem Affront gleichkam. Es war nicht die Aufgabe der drei Weisen, über die Aufhebung der Sanktionen zu befinden, sondern nur über Österreich zu berichten. Das war für Chirac kein Tag der Freude, aber es ließ ihm im Grunde keinen anderen Ausweg mehr, aufgrund des Drucks aus anderen Ländern die Annullierung der Politik der EU-14 zu verkünden. Tatsächlich war die Aufhebung der Sanktionen, die sich Weißen unmissverständlich aussprachen, eine Niederlage für die Gegner Haiders. Chirac zählte neben Michel und Fischer zu den Hauptverlierern der Sanktionspolitik. Der französische Staatspräsident hat die Causa Austria zu einer persönlichen Prestigefrage gemacht. Er konnte aber damit weder im eigenen Land noch in der Europäischen Union seine Stellung stärken. Was bleibt, meine Damen und Herren, als Fazit? Den Sanktionsandrohungen und der Sanktionsumsetzung gegen das Österreich der ÖVP, der FPÖ-Regierung, lag ein einfaches, ein simples Missverständnis zugrunde. Ein demokratisch legitimierter Rechtsruck wurde mit einer Machtübernahme von Faschismus und Totalitarismus verwechselt. Es gab im Frühjahr 2000 keine ernstzunehmenden Gründe, die für eine Haiderisierung Europas sprachen. Das voreilige Vergleichen der Freiheitlichen mit den Nationalsozialisten war mehr als kontraproduktiv, weil es letztlich auf eine Relativierung und eine Verharmlosung der Letzteren hinauslief. Für Deutschland galten dabei immer noch die historisch bedingten Belastungen. Offensichtlich wurde das deutsche Interesse in diesem Fall am besten dadurch vertreten worden, indem sie nicht oder durch andere vertreten wurden. Mit den Sanktionsmaßnahmen wurde eine sehr unwahrscheinliche politische Option in den Rang eines denkmöglichen Szenarios gehoben. Ein Nichtthema durch eine unnötige Aktion, eine aufgebauschte Debatte zur Causa Unionis gemacht. Eine Gefahr, die als solche meines Erachtens nach nicht gegeben war, wurde herbeigeredet, Europa einmal mehr instrumentalisiert. Ein Klima des Vertrauens, der Zusammenarbeit und der Solidarität ist eine Lebensfrage für die Europäische Union. Durch die Sanktionsmaßnahmen wurde dieses schwer beschädigt. Die EU-14 macht mit ihrem Vorgehen deutlich, dass die Union ein politisches Konstrukt und von Fehlleistungen nicht gefeit ist, vor allem durch ihre Mitglieder, aber auch Vorstellungen von noch vermeintlich existierender nationaler Souveränität, wie es die österreichische Politik nach innen suggeriert, in die Irre geht. Die Causa Austria spielte in dem unmittelbar vor dem EU-Gipfel in Nizza vom 6. bis 11. Dezember 2000 stattfindenden Ringen um stärkeren Einfluss innerhalb der Union letztlich nur mehr eine untergeordnete Rolle. Einstimmigkeit war für Nizza gefragt. Ohne Einstimmigkeit war kein Unionsvertrag von Nizza denkbar. So gesehen aber war die Causa Austria offensichtlich auch die Ouvertüre eines entbrannten Machtkampfes in der Europäischen Union um Macht, um Einfluss, um Sitze, um Stimme. Als Instrument zur Demonstration der eigenen Stärke eignete sich das Fallbeispiel gut. Vor allem die Beitrittskandidaten haben sich seither überlegen müssen, ob die Europäische Union tatsächlich aus Besorgnis um die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie die österreichische Regierungsbildung nicht dulden wollte, oder ob es eigentlich darum ging, kleineren und mittleren Staaten die politischen Vorstellungen der Großen aufzuoktroyieren. Die bilateralen Maßnahmen konnten letztlich nur die EU-14 selbst aufheben.
Die Anti-Haider-Falle schnappte bereits mit ihrer Androhung zu und die übrigen Unionsstaaten befanden sich seither in der Sanktionssackgasse. Die diplomatisch-politische Isolierung stärkte die Befürworter der Mitte-Rechts-Regierung in Österreich. Der Integrationsprozess wurde geschwächt, die EU-Osterweiterung als Zukunftsprojekt mit einem Fragezeichen versehen. Durch die Isolationspolitik wurde vielmehr deutlich, dass Österreich in der Union keine Freunde hatte, wenn es solche in der Politik überhaupt gibt. Aber es gehörte jedenfalls keiner und gehört keiner Regionalgruppe an, wie die nordischen Staaten, die Benelux-Staaten oder die Südeuropäer. Das traditionell gute Verhältnis zu Deutschland erlitt einen Knacks. Nur in den mittleren osteuropäischen Nachbarstaaten schien es strategische Bündnispartner zu geben, ich sage bewusst, schien es. Es dauerte einige Zeit für Österreich, um diese Image-Einbuße auch zu beheben. Der materielle und politische Schaden war und ist nicht bezifferbar. Staatsgäste mieden weiterhin Begegnungen mit feierlichen Politikern und gaben auch Österreich in der Europäischen Union in weiterer Folge keine substanziellen Chancen. Die EU-14, meine Damen und Herren, waren in eine Falle gegangen, in die Anti-Haider-Falle. Sie haben sich glücklicherweise rasch aus ihr befreien können, dank der Hilfe von drei Weisen. Der gewesene FPÖ-Obmann und Kärntner-Landeshauptmann wurde, wenn man so will, zur europaweiten, wenn nicht sogar zur weltweiten Persona non grata qualifiziert. Damit dürfte aber auch klar geworden sein, dass von seinem Traum, einmal Bundeskanzler zu werden, er weiter denn je entfernt wurde. Vielleicht ist das auch ein positives Ergebnis der Sanktionen gewesen. Aber wenn dies ein Ergebnis der Sanktionsmaßnahmen war, so fragt sich dennoch, ob der Zweck die Mittel heiligt. Mit dem Österreich-Beispiel konnten die EU-14, und sie wollten es zumindest, ein Exempel statuieren. Noch nie exponierten sich europäische Staaten so massiv für eine Wertegemeinschaft. Es schien sich damit eine Art neue Brüssel-Doktrin abzuzeichnen. Wie weit diese jedoch Konsistenz, Bestand und Konsequenz haben würde, zeigte sich bei der Regierungsbildung von Silvio Berlusconi im Mai 2001. Wo es keine Sanktionsmaßnahmen, keinen Boykott gegeben hat. Frage wirkte hier das Österreich-Beispiel negativ. Die Erfahrung mit dem Fallbeispiel Österreich, das denke ich, können wir diskutieren. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Anlässlich des letzten Vortrags in unserer Reihe Europa-Gespräch. Dankeschön. Ich bin heute Moderator und Referenten einen und eine neue europäische Verfassung, so heißt sie ja nicht mehr. Sind da irgendwelche Sanktionen und die Gelegenheiten, bei denen sie verhängt werden können, genauer definiert? Ja, es ist so, dass es ist sehr bemerkenswert, in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2000 bereits im Vorfeld der Überlegungen und Verhandlungen für einen neuen Unionsvertrag, den Vertrag von Nizza, der bitte nach wie vor in Kraft ist, nach Ablehnung des Referendums in Frankreich und Niederlanden mit Blick auf den Verfassungsvertrag, sowohl als auch mit Blick auf das irische Veto gegenüber dem Vertrag von Lissabon, ist der Vertrag von Nizza nach wie vor in Kraft. Und es ist interessant, dass sich Belgier und Österreich bilateral zu verständigen begonnen hatten, in der zweiten Jahreshälfte 2000 ein präzises Szenario zu entwickeln, wie man im Falle eines sozusagen rechtsbrüchig gewordenen Mitgliedstaates wirklich vorgehen würde. Und Sie finden dieses Prozedere im Artikel 7 des Europäischen Unionsvertrags von Nizza. Von einer abgestuften, dosierten Vorgangsweise unter Einbindung aller relevanten Organe der Europäischen Union, Kommission und Parlament und Rat, nach vorhergehender Prüfung und entsprechend einleitender Sondierungsmaßnahmen erst dann zu einem solchen, wenn man so will, Sanktionsszenario geschritten wird. Also ein ausgedehntes, differenziertes Verfahren, wenn man so will, ist das eine der Lehren des österreichischen Sanktionstheaters der ersten Jahreshälfte 2000. Und interessant ist, dass Sanktionsbefürworter Belgien und Sanktionsbetroffener Österreich, zwei Kleinstaaten, das ausverhandelt haben. Die Frage ist allerdings, wie weit man sich daran wirklich hält. Der Fall mit Berlusconi, den ich hier angesprochen habe, 2001 im Mai hat gezeigt, kein EU-Staat hat ernsthaft öffentlich dafür plädiert, jetzt diesen Artikel 7 EU-Vertrag von Nizza entsprechend anzuwenden und entsprechend zu testen. Das heißt, offensichtlich ist die Frage der Sanktionierung, ist die Frage der Einleitung von Boykottmaßnahmen sehr wohl eine politische Frage und eine Machtfrage, eine Frage von Gewicht.
Man wird offensichtlich nicht gegen größere Staaten, mächtigere Staaten, allzu rasch vorgehen können wie gegen Österreich, das ist ein kleiner Staat. Mein Eindruck ist, der Fall Österreich hat so deutlich gemacht, wie sich alle die Finger verbrannt haben an dieser Causa, dass man mehr denn je davor zurückschreckt, überhaupt solche Maßnahmen einzuleiten. Also in meinen Augen die These, eine vertane Chance, eine verpasste Chance durch einen übertriebenen, vorbeugenden Hammerschlag ist mehr kaputt gemacht worden, nur als das zwischenzeitlich angekratzte Vertrauen zwischen den EU-Staaten und einer der größten Blick auf österreichische Ressourcen, Blick auf die zukünftige, wenn man so will, Gefährdung der Europäischen Union durch Rechtsverletzungen, durch Rechtsbrüche, durch Mitglieder der Europäischen Union. Der Vertrag ist also diesbezüglich präzisiert worden, der Vertrag ist nach wie vor in Kraft. Sie können dort Artikel 6 und vor allem Artikel 7 das entsprechende fein geregelte, rechtlich abgesicherte Verfahren nachlesen, das auf Vorschlag Österreichs und Belgiens, Vorschlag von Belgien und Österreich letztlich auch verabschiedet wurde im Rahmen der Vertragsverhandlungen von Nizza. Bitte. Man hat lange nichts mehr von Haider gehört. Ist er denn noch Landeshauptmann von Kärnten? Und ist er noch? Und man hat zuletzt hat man gehört, dass er seine Schwester das überlassen hat, die Politik. Und um zu beruhigen, um die Menschheit zu beruhigen. Vielleicht ein paar kurze Hinweise. Haider hat ja schon im Februar, März 2000 seine Obmannschaft als FPÖ-Vorsitzender zurückgelegt und sie der Vizekanzlerin, die ich gar nicht erwähnt habe, Susanne Rings-Passer, die Vizekanzlerin war, in der Regierung mit Schüssel übergeben. Das heißt, es war eine Art Andeutung eines Rückzugsmanövers. Viele meinten auch im Blick auf die verhängten Sanktionen, aber was übersehen worden ist, Haider blieb im Koalitionsausschuss, blieb sozusagen wichtig für die Regierungspolitik, blieb wichtig für das Klima, auch innerhalb der Regierungspolitik, als Landeshauptmann von Kärnten. Man muss dazu sagen, dass Haider ja, wenn man zu dem Jahrgang 1950, Bad Deusern geboren, aus einem deutsch-nationalen Elternhaus kommt. Freundlich formuliert. Beide Eltern waren Nationalsozialisten, beide waren illegale, also in Österreich verbotene NSDAP-Mitglieder. Und Haider war und ist ein, wenn man so will, doch weitgehend von der deutschen Kulturnation und auch vom Deutschnationalismus wesentlich sozialisierter Politik gewesen. Er hat aber 1993/94 begonnen, einen stärkeren österreich-nationalen Kurs zu fahren, hat sich von der Deutschdübelei losgesagt und hat, wenn man so will, eine stärkere österreich-nationalistische Schiene gefahren, weil er auch gemerkt hat, das klassische Stammwählerpotenzial der Nationalfreiheitlichen wird immer weniger. Und er hat einen recht populistischen Kurs begonnen, obwohl die Freiheitliche Partei in Österreich lange Zeit eine absolut EWG-EG-Frauenpolitik betrieben hat, sogar den EFTA-Austritt gefordert hat, schon in den 60er Jahren, den Vollbeitritt zur EWG, hat Haider die Partei, wenn man so will, vom Kurs her umgeschränkt auf einen stark anti-EU-kritischen Kurs gegen den EU-Beitritt, gegen die Einführung des Euro und hat mit dieser EU-kritischen Position auch sehr viele Stimmen gewinnen können, sehr viele Stimmen maximieren können. Innerhalb der Regierungskoalition, ÖVP, FPÖ, kam es zu immer größeren Schwierigkeiten. Warum? Ab dem Zeitpunkt, wo die Sanktionen aufgehoben waren, begann das Malheur für die FPÖ. Solange die Sanktionen da waren, konnte man immer sagen, die außen sind gegen uns und wir müssen zusammenhalten. Aber ab dem Zeitpunkt, wo die Sanktionen weg waren, begannen die Probleme. Die FPÖ verlor alle Wahlen auf der Landesebene und diese zunehmenden Wahlverluste führten auch zu internen parteiinternen Debatten. Und im Grunde war die FPÖ ständig im Spagat, eine ursprünglich fundamental oppositionelle Partei gewesen zu sein, aber nun mit einem Schlag Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das hieß Sparpolitik, Nulldefizitpolitik, EU-Osterweiterung, Bekenntnis zu Maastricht, Konvergenzkriterien, Euro und so weiter. Und in diesem Spagat hat es diese Partei zerrissen. Und das war, glaube ich, eher der Einfluss der europäischen Integration in ihren Folgen auf den Niedergang der FPÖ und Haider als die Sanktionen, die, wenn ich sagen darf, nach meiner Einschätzung eher zu einer kurzfristigen noch Stärkung der FPÖ geführt haben, so paradox das klingen mag. Haider hat dann die eigenen Regierungsmitglieder unter Druck gesetzt mit überzogenen Forderungen und hat dann letztlich zum Rücktritt der Vizekanzlerin
und des Fraktionsvorsitzenden, also des Clubobmanns der Freiheitlichen beigetragen. Es kam dann zu einem Parteitag in Knittelfeld. Das war ein Desaster, weil im Grunde traten dann diese Spitzen der FPÖ zurück. In weiterer Folge hat Heider versucht, die FPÖ zu stärken, aber sie hat dann aufgrund dieses internen Parteisplits eine verheerende Niederlage 2002 erlitten. Heider hat dann in weiterer Folge eine eigene Partei gegründet, das BZÖ, das Bündnis Zukunft Österreichs, so wie es heißt, die Orangen, und sich von der eigentlichen Freiheitlichen Partei losgelöst ist, als solcher BZÖ-Politiker mit großer Mehrheit in Kärnten nochmal zum Landeshauptmann gewählt worden. Das BZÖ ist aber bundesweit zu schwach, ist zwar im Nationalrat vertreten, durch den starken Kärntner Wähleranteil, ist aber auf der österreichischen Bundesebene viel zu schwach. Die Freiheitlichen selbst haben sich, wenn man so will, bis zu einem gewissen Grad regeneriert, durch einen, wenn man so will, ein Imitat Heiders, einem doch sehr ernstzunehmenden Rechtspopulisten, nämlich Heinz-Christian Strache, einem Dentisten, der in Wien massiv aufmischt und massiv auch gegen die Zuwanderung, gegen Migration, gegen die Muslime auch Politik artikuliert. Und der hat bei den letzten Wahlen in Wien durchaus beachtlich abgeschnitten. In den Bundesländern hält sich das in Grenzen. Aber Heider selbst ist aus der nationalen Politik, aus der Bundespolitik, ich würde sagen, weitgehend zurückgetreten. Also seine Rolle dürfte nach aller Wahrscheinlichkeit ausgespielt sein. Dann meinen Sie, dass das, was heute Morgen in den Nachrichten gebracht wurde, das drohende Zerbrechen der österreichischen Großen Koalition nicht wieder zu einer solchen Situation wie 2000 führen könnte? Also ich bin kein Prophet. Ich habe es tagsüber nicht weiter. Ja, ich habe es jetzt bei der Herfahrt kurz nur im Rundfunk hören können, dass im Grunde der amtierende österreichische Bundeskanzler Alfred Gusenbauer erklärt hat, nicht mehr als Spitzenkandidat bei der nächsten Wahl zur Verfügung zu stehen und dass offensichtlich die Koalition schon auseinandergebrochen ist, weil die ÖVP-Führung gesagt hat, dieser Koalitionspartner ist nicht konsistent und ist nicht konsequent. Wir werden Neuwahlen haben in Österreich. Sie war eigentlich schon im Frühjahr abzusehen und diese Koalition hat sich nur noch über den Tag gerettet und hat sich dahin gewurschtelt. Wie die neuen Wahlen in Österreich ausgehen werden, wird man sehen, wie weit sich die SPÖ sich neu profilieren kann, wie weit auch die ÖVP, die eigentlich nach den letzten Wahlen, würde ich sagen, Punktesieger war bei der Regierungsbildung in den Ressorts, sich schlägt, wird man sehen. Ich kann mir ein Szenario bei im Falle einer Regierungsbildung, so wie 2000, wie auch immer, gar nicht mehr vorstellen. Schließe aber auch aus, dass ÖVP oder SPÖ mit einer FPÖ von Strache eine Koalition eingehen werden. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Bitte, Herr Schwiller. Über das politische Gebilde, über das Sie berichtet haben, handelt es sich ja um einen, bestenfalls um einen Staatenbund und keinen Bundesstaat. Wir haben also nationale Souveräne, die zu entscheiden haben. Und mal abgesehen davon, dass hier also jeglicher materieller, auch formeller Rechtsanhalt fehlt, um gegen ein Land vorzugehen, ja, finde ich das also absurd, dass man das überhaupt getestet hat. Wie sieht es aber aus, wenn die beiden Länder, die Sie erwähnt haben, Österreich und Belgien, jetzt, einen rechtlosen Wiederholungsfall verhindern wollten? Hat man sich wenigstens auf die Sachen kapriziert, die aber aus ärgerlicher sind? Beispielsweise, wenn sich ein Vollmitglied der EU vertragswidrig verhält. Ich denke jetzt nur mal simpel an den Fall von Polen. Ohne dass ich jetzt Verantwortung übernehmen kann, dass das also ein besonders klassischer Fall wäre. Wie geht man eigentlich mit solchen Ländern vor, die so und so viele Jahre lang beteiligt sind, abgesahnt haben, sehr profitabel gelebt haben durch die EU und dann plötzlich sagen, nö, jetzt sehen wir die Sache ganz, ganz anders. Wir wollen nicht mehr voll mitmachen, sondern wir bestehen auf irgendwelchen Sondermaßnahmen. Dafür müsste doch ein Instrumentarium geschaffen werden, um gemeinsam das Schiff weiterhin steuern zu können. Denn wir haben ja jetzt keine 14, sondern wir sind ja mittlerweile, glaube ich, bei 27 angelangt. Das wird ja nicht leichter. Als nächstes nochmal zum Szenario Österreich. Es war ja ein Match 14 gegen 1. Wobei dann schon klar war, es war keine Unionsaktion. Die Europäische Union ist ja missbraucht worden. Das muss man ja klar sehen. In Österreich ist heute noch von den EU-Sanktionen die Rede.
Wenn Sie die Kronenzeitung aufschlagen, es kommt das Thema EU-Sanktionen. Beides ist im Grunde falsch. Es war weder die Europäische Union, es waren 14 Einzelstaaten und auch der Begriff Sanktion ist rechtlich falsch. Weil Sanktionen können Sie tatsächlich nur gegen ein Mitgliedsland oder gegen einen Staat verhängen, wenn dieser nachweisbar internationales Recht gebrochen hat, sich völkerrechtswidrig oder europarechtswidrig verhalten hat. Das war ja im Falle Österreichs gar nicht gegeben. Also muss man bestenfalls von EU-14 Boykottmaßnahmen reden. Was Sie angesprochen haben, sind zwei Dinge, glaube ich. Einmal handelt es sich um wirkliche Vertragsverletzungen, Vertragsbrüchigkeiten. Dafür gibt es aber auch Beispiele. Aber es gibt keine bisher bekannten Beispiele konsequenter Sanktionierung dessen. Ein Beispiel wäre, was Sie Polen angesprochen haben, das war ja besonders bekannt, Kontext Irakkrieg. Polen spricht sich im Brief der 8 für eine Militärintervention aus. Polen ist noch gar nicht Mitglied der Europäischen Union. Und Jacques Chirac sagt einen Satz, der verhängnisvoll war. Es wäre besser gewesen, sie hätten geschwiegen, nach dem Motto, eigentlich hat er gesagt, haltet die Klappe. Er hat aber begründet, ihr wollt Mitglied werden der Europäischen Union, verhaltet euch aber nicht solidarisch im Kontext der Abstimmung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik im Falle eines Krieges, im Falle eines Konfliktes. Es ist nach wie vor, denke ich, ein höchst sensibles Thema. Wie geht man um gegenüber einem vertragsbrüchig gewordenen Staat? In der Regel gibt es einen Europäischen Gerichtshof, der entsprechende Auflagen machen kann, der entsprechende Maßnahmen einleiten kann. Zum Beispiel im Falle Österreichs, nicht? Wenn man sich nicht an den freien Bahnverkehr hält und den Transit durch Tirol eben durch Blockaden stören will, oder wenn der Landeshauptmann von Tirol einseitig ein Fahrverbot verhängt für Schwerverkehr, für Gütertransporte gewisser Art, dann gibt es ja wieder Strafmaßnahmen. Nicht? Wie man aber gegenüber einem größeren Mitgliedsland verfährt, noch dazu mit einem Mitgliedsland mit einer politisch-historisch auch belastenden Vergangenheit, mit einer Vorgeschichte, der sensibel ist, aber mit Blick auf die Wahrung seines Prestiges, seines Ansehens, ist eine höchst heikle und schwierige Angelegenheit. Die noch nach wie vor nicht wirklich geklärt. Wir haben zwar jetzt einen präziseren Artikel, der ist aber so, würde ich sagen, durchargumentiert und mit so vielen einzelnen Stufen versehen, dass, also ich glaube, die Hemmschwelle nach wie vor sehr groß ist, dann zu letztlich der Entscheidung überzugehen, jetzt gibt es Sanktionen, dann müssen Sie bitte raus, das Problem. Sie müssen dann ja im Grunde alle Staaten dazu bringen, gegen diese Staaten Sanktionen zu geben. Also welcher Staat wird gegen sich selber Sanktionen verhängen? Das ist absurd. Das wird nicht gehen. Also muss man dann zu den Institutionen greifen. Das müsste dann eben Kommission und Parlament sein. Das sind aber in der Regel auch wieder Vertreter der einzelnen Staaten vertreten. Also hier beißt sich die ganze Sache irgendwo in den Schwanz. Was anderes ist, das ist die zweite Ebene der Bemerkung, wie geht man um mit Staaten, deren Bevölkerungen sich entscheiden, nicht den neuen EU-Verträgen zu folgen. Und da muss man auch, glaube ich, klar sagen, wir haben in dem sogenannten Verfassungsvertrag mit dem Artikel 59 bereits eine Bestimmung, wonach ein Austritt aus der Europäischen Union vorgesehen war. Das ist im Grunde schon ein Warnsignal gewesen, nämlich in Richtung, sieht es aus mit der Kohäsion, mit der inneren Verfasstheit der Europäischen Union? Offensichtlich musste man konzidieren an Staaten, die nicht bereit waren, alle Vertragsbestimmungen entsprechend pell-kell 1:1 zu übernehmen, sich weiterhin Opt-in-outs vorzubehalten, diese Chance zu geben und wenn sie die nicht wahrnehmen wollen oder anders reagieren, auch die Option des Austrittes. An sich ein Paradigmenwechsel mit Blick auf die europäische Integrationsphilosophie. Die römischen Verträge sind geschlossen worden auf Ewigkeit. Unbefristet, im Unterschied zum Montanion-Vertrag, der 50 Jahre befristet war. Es gibt keine Bestimmungen in römischen Verträgen nach einer Befristung. Ebenso nicht für den Vertrag von Maastricht, ebenso nicht für den Vertrag von Amsterdam, ebenso nicht für den Vertrag von Nizza. Aber im Verfassungsvertrag wurde das inseriert. Manche meinten, das ist genau der Punkt gewesen, um eben das unmögliche Szenario, das eigentlich gar nicht denkbare Szenario, nur in der Theorie anzudeuten. Aber immerhin bemerkenswert genug, dass man es angedeutet hat. Wenn die Iren sich entscheiden, nicht den Lissabon-Vertrag zu akzeptieren, müssen wir das zur Kenntnis nehmen, müssen wir uns Gedanken machen. Wie weit das nur ein irisches Problem ist, war ich zu bezweifeln. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir in den Niederlanden oder in Frankreich neulich eine Volksabstimmung hätten, oder in Deutschland, von Deutschland gar nicht zu sprechen, oder in anderen Ländern Europas, auch in Polen, wäre das mindestens genauso riskant, wenn nicht auch ein Problem.
ein Problem der Kommunikation, ein Problem der Kommunikation der Legitimation der Europäischen Union. Und hier, im Falle Österreichs, haben Sie ja auch dieses Beispiel schon erlebt. Im Grunde, was ist geschehen? Ein Kommuniqué wurde verabschiedet von 14 Staaten in einer Kommunikationsgesellschaft, die erwartet, dass diskutiert wird, dass es einen Diskurs gibt, ein Pro und Contra gibt. Eine, wenn man so will, dialogische Konstellation. Das Verhalten der EU-14 im Falle Österreichs war ein klassisch autoritäres von oben im Kommuniqué-Stil, nicht im Kommunikationsstil und musste auch an Öffentlichkeiten vorbeigehen. Und warum man letztlich eingeknickt ist, die EU-14 gegenüber Österreich, nicht nur wegen der österreichischen Öffentlichkeit, die gesagt hat, das kann es nicht sein, das kann es nicht geben, auch aufgrund der deutschen Öffentlichkeit, auch aufgrund der Öffentlichkeit in Dänemark, auch sogar in Italien und vor allem in den kleineren Staaten Europas, die Mehrheitsmeinung der europäischen Öffentlichkeit war, das kann nicht sein, das geht nicht. Man kann nicht so umgehen mit einem Staat, Heider hin oder her, Rechtspopulismus hin oder her, aber das ist nicht Gemeinschaftspolitik. Und letztlich musste man auch diesen Öffentlichkeiten gegenüber Tribut zollen. Also im Grunde ist die Österreich-Causa schon ein kleines Beispiel für die weiterfolgenden Szenarien. Ein negatives Beispiel. Bitte. Würden Sie die Verweigerung des jüdischen Ortsschilder als Vertragsbruch bezeichnen? Interessante Frage. Wichtige Frage. Interessant, dass sich Heider zum Zeitpunkt der österreichischen Regierungsbildung, zum Zeitpunkt der Sanktionen und auch noch in den Jahren nachher dazu nicht so prononciert geäußert hat, aber dann in weiterer Folge sich kapriziert hat auf diesen Standpunkt. Das hat ihn in Österreich auch keine Zustimmung gebracht, aber sehr wohl in Kärnten mit zu seinem Erfolg beigetragen. Aber in der Tat ist diese Frage, die Toponomastik, die Frage der Regelung der Zweisprachigkeit von Ortstafeln in gemischt ethnischen Gebieten, eine Rechtsgrundsatzfrage, die man in diesem Fall, denke ich, durchaus aufgreifen kann. Sie ist verfassungswidrig nebenbei bemerkt. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat das Verhalten Heiders als verfassungswidrig bezeichnet und man wird sehen, ob der Europäische Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hier eine Änderung herbeiführen kann. Und das ist ein interessanter Punkt, der hat aber in der Sanktionsdebatte erstaunlicherweise keine Rolle gespielt. Da hätte man einen Hebel gehabt, glaube ich. Auch interessant, dass die drei Weisen es ja abgelehnt haben, mit Jörg Heider zusammenzukommen, mit FPÖ-Vertretern zusammenzukommen. Man hat also diese Kontakte bewusst vermieden, hat sich über NGO-Vertreter organisiert, auch informiert, auch über erklärte Heider Gegner, was natürlich auch zur entsprechenden Kritik im Weisenbericht geführt hat. Und so am Ende Ihres Vortrags hatte ich den Eindruck, Sie wollten doch so andeuten, dass diese Art von Reaktion der europäischen Länder nicht die richtige war. Stellt sich die Frage, welche wäre denn richtig gewesen? Denn dass man irgendwie reagieren wollte oder könnte oder wahrscheinlich sogar müsste, ist wahrscheinlich fast Konsens. Aber wie, ich meine, das ist ja ähnlich, wenn man sich die hessische Innenpolitik anschaut, wenn da dann auf einmal Parteien in Koalitionen geraten wollen, die es eigentlich gar nicht wollten und eigentlich gar nicht sollten, dann spricht ganz Deutschland drüber. Keiner kann eigentlich wirklich Einfluss drauf nehmen, aber es wird wenigstens zur Diskussion gestellt. Und von der ganzen Republik gesprochen. Muss es eine ähnliche europäische Öffentlichkeit geben? Und wie kann die hergestellt werden? Es sind zwei Fragen, die Sie jetzt aufgeworfen haben. Einmal, wie hätte ein alternatives Szenario ausgesehen? Ich denke, ein alternatives Modell wäre es gewesen, wie es ja schon dann, nachdem sich die ersten großen Aufregungen und ersten Empörungen gelegt hatten, dass was in der Europäischen Volkspartei, auch in der European Democratic Union, im Zusammenschluss der Konservativen, man hätte sich Zeit lassen können in der Frage, sozusagen, welche Schritte man entsprechend hat. Man hätte aber im Grunde sehr klar, das ist Konsens gewesen, man konnte nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, schweigen und sagen, wir nehmen das kommentarlos zur Kenntnis. Das ist klar. Diese Position ist für mich auch nachvollziehbar. Aber man hätte nicht sofort drei Maßnahmen androhen müssen, wenn ihr nicht, dann. Nach dem Motto, wenn du nicht folgst, bekommst du den Teppichklopfer, dann bekommst du den Prügel. Das, glaube ich, war pädagogisch ungeschickt, war didaktisch falsch und war kontraproduktiv. Man hätte aber sagen können, wir verfolgen diese Regierungsbildung, mehr war es momentan noch nicht, mit großer Sorge. Und wir werfen ein wachsames Auge auf die weiteren Entwicklungen und wir behalten uns in Abstimmung mit den Organen der Europäischen Union mögliche Maßnahmen vor, sollte es in Österreich
sollte es in Österreich zu klaren Verletzungen des europäischen Unionsrechts kommen. Diese Vorgehensweise wäre eine Alternative gewesen, als mit dem Sanktionshammer rauszukommen oder mit dem Hammer schon zu schwingen, zu einem Zeitpunkt, wo in Österreich noch eine Regierungsbildung stattfindet. Man hätte sich die FPÖ anschauen können, das Ergebnis hätte man früher gehabt, nicht im September, durch einen weißen Bericht, sondern wahrscheinlich nach 100 Tagen, also schon im April oder Mai 2000. Man hätte man sagen können, wir sehen, diese österreichische Regierung hat eine für uns problematische, nicht unbedingt akzeptable Partei, aber die Regierungspolitik ist im Wesentlichen korrekt, ist rechtskonform auch mit den Rechtsstandards der Europäischen Union. Weiter so, aber wir haben euch weiter in Ordnung. Wäre eine Alternative gewesen. Europäische Öffentlichkeit, es ist interessant, dass wir die europäische Öffentlichkeit im Kontext solcher Vorgänge erleben. Wir erleben sie bei Negativanlässen in sehr starkem Ausmaße. Es ist europäisch intensiv diskutiert worden, europaweit diskutiert worden über Frankreichs und Niederlandes Nein zum Verfassungsvertrag. Jetzt auch wieder das Thema Irland. Für einige Wochen ist das ein Thema, aber es ist eben nur für kurze Zeit ein Thema, dann wird es wieder den Österreich, denke ich, hat eine Prominenz gehabt im Jahr 2000, unverdienterweise, zum Teil durch Heider verschuldeterweise, der aber Österreich nicht gerecht geworden ist und letztlich auch nicht zu einem wirklich differenzierten Österreich-Bild beigetragen hat. Damit ist es gleichzeitig auch ein europäisches Thema geworden. Wir haben es also mit einer Europäisierung der Politik zu tun, auch der nationalen Politik, und mit einer stärkeren Politisierung EU-Europas. Diese europäischen Öffentlichkeiten sind aber nur mehr sehr kurzzeitig präsent, und sind durch mangelnde Medienstrukturen noch nicht in dem Maße vorhanden wie die nationalen Öffentlichkeiten. Und das ist ein großes Dilemma, auch ein großes Legitimationsproblem jener, die für Europa in Brüssel, in Straßburg Politik machen, weil sie gar nicht zu Hause wirklich präsent sind. Da können wir mit unseren Europaparlamentariern hier in Hildesheim, anderswo in Niedersachsen lange diskutieren. Warum das so ist, das ist leider so. Meine Damen und Herren, wenn keine weiteren Fragen sind, möchte ich mich bedanken für Ihr heutiges Kommen. Ich darf Ihnen sagen, wir hatten in diesem Semester 11 Vorträge. Steindorf, Kroatien, Schulz über Adenauer als OB von Köln, Jandl über Krisen und Kriege am Balkan, Annette von Bötticher, Hanse und Hanse Städte, Peter Zervakis über den Bologna-Prozess, Chubegu über Europas Rolle in Asien neu denken, das Verhältnis Europa-China, EU-Europa-China. Wir haben hier sehr lange und auch kontrovers diskutiert. Christian Janssen hat verglichen Italien, die Bundesrepublik und Österreich, Transformation von faschistischen Regimen in Systemwechsel zur Demokratie. Er hat Ussig beim Rathaus über seine Erfahrung als Stabilitätspakt beauftragt, dass Silvio Vietta über Frauen in der europäischen Kulturgeschichte, Supan zuletzt über das Konfliktverhältnis Deutschland-Tschechoslowakei, Deutschland-Jugoslawien, heute noch ein Abschlussvortrag. Ich denke, wir haben sehr viele Vorträge in diesem Semester gehört. Wir werden im Wintersemester fortsetzen. Für alle Interessierten darf ich jetzt schon ankündigen, am 27. Oktober, ein Montag, eröffnen wir wieder die Europagespräche mit einem, denke ich, interessanten Referenten. Es ist der Oberstaatsanwalt Hasemann von der Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig. Er spricht über eine Demarkationslinie in Europa. Und zwar spricht er über die zentrale Erfassungsstelle Salzgitter und die Unrechtshandlungen an der innerdeutschen Grenze. Wir haben ihn kurz erleben können in der Tagung, während der Tagung Grenzen in Europa, Schengen, im Rathaus. Wir haben aber nur kurz sprechen können, es waren 25 Minuten und ich bin auf Bitten und Drängen, auch von Gasthörern, zu bekommen, ihn nochmal zu bitten, ausführlich hier zu referieren, so wie heute um die Stunde oder 70 Minuten plus Diskussion. Damit eröffnen wir die Europagespräche im Wintersemester, das vorab. Für Sie als Information, 27. Oktober, 18.15 Uhr, hier gleicher Ort, gleiche Zeit. Für Ihr Interesse, für Ihr Kommen und für Ihre weitere Teilnahme an diesem Europagespräch. Dankeschön und vorausschauend Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer.